Hey, du. Ja, genau du. Ich bin Mora. Und wenn du willst, nehme ich dich mit auf meine Reise durch die Rabenmark. Aber Vorsicht, da drüben herrscht ein rauer Ton. Wenn's dir zu heiß wird, mach eine Pause. Die Mitreisenden spielen dir vielleicht etwas vor. Deshalb nimm, was sie sagen, nicht für bare Münze. Aber vielleicht willst du uns ja trotzdem begleiten. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Natürlich. So, jetzt habe ich Ton. Hallo, Huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Immer schön zu wissen, wenn hier OBS sich wieder total umschwenkt. Also alle paar Monate macht es das. Keine Ahnung. Wenn ihr da draußen eine Ahnung habt, wie man das abstellen kann, dass OBS immer den Mikrofoneingang automatisch umschaltet, gerne Lösungen dafür. Ja, wir spielen heute wieder die Splitterdämmerung, daraus das Abenteuer Träume von Tod. Und ja, heute mit dabei, wir sind heute wieder in Vollzähligkeit angetreten. Hier, wir haben zum Beispiel die Sera, die spielt Mora. Hallo, guten Abend da draußen. Genau. Und dann haben wir Elena, gespielt von Eleanor. Rondra zum Gruße. Und dann haben wir Kako, der spielt Osko. Hallo, guten Abend. Unten in der Mitte ist Marot, der spielt Jandrik. Hallihallo, schön, dass ihr da seid. Last but not least haben wir noch den Ossi dabei, der spielt Astanio. Die Zwölfer zum Gruße. Jo. Schön, dass ihr wieder hier dabei seid. Und mal schauen, wo uns heute das Spiel hinbringt. Falls ihr das erste Mal zuschaut, wir spielen hier Pen and Paper Rollenspiel. Allerdings spielen wir DSA nicht nach den normalen DSA-Regeln, sondern nach einer Regelvariante aus Aventurische Meisterschaft. Zumindest im Groben. Wir haben so ein bisschen unser eigenes kleines Ding daraus gemacht. Und ihr werdet hier sehr, sehr wenig, wenn überhaupt, Regeln irgendwie mitbekommen. Wir sind quasi versuchen wir auf der Erzählebene zu bleiben. Und das hat auch bis jetzt immer ganz gut funktioniert. Wenn ihr zwischendurch ein paar Karten eingeblendet seht, das ist dann zur Erzählunterstützung für die SpielerInnen gedacht. Und genau. Und falls ihr euch fragt, warum wir im Chat nicht auf euch antworten teilweise. Also ich versuche mal ein bisschen zu, also ich lese sowieso alles, aber ich versuche manchmal ein bisschen drauf zu reagieren. Wenn wir hier im Rollenspiel drin sind, ist es immer ganz schwer, gleichzeitig auf Chat und so zu achten. Deswegen nehmt uns das nicht übel, wenn wir da nicht irgendwie auf alles reagieren. Genau. Und ja, wenn ihr das erste Mal heute hier dabei seid, wir spielen schon in der 15. Folge jetzt die Splitterdämmerung hier. Die Preludes nicht mitgezählt, sind fast schon auf einem Jahr bald, wa? Und genau, Ellen schreibt es auch gerade, fast ein Jahr. Und ja, ihr habt noch nicht so viel verpasst. Unsere Helden sind in der Rabenmark unterwegs. Ich blende das mal kurz ein. Das ist die Rabenmark. Auf der linken Seite seht ihr die gestrichelte Linie zwischen den beiden großen Gebirgen. Das ist der Todeswall, den haben unsere HeldInnen zu Fall gebracht. Also nicht einstürzen lassen oder so, aber sie haben das dämonische Übel, was den Todeswall unüberwindbar gemacht hat, also nahezu unüberwindbar gemacht hat, beseitigt, sodass die westlichen Truppen der Westrabenmark, die sich kurz vor dem Wall gesammelt hatten, ihn angreifen und überwinden konnten. Und nun sind die Helden als Vorhut vorgeschickt und sollen die Ostrabenmark vorbereiten für den Ansturm der westlichen Kräfte. Die brauchen nämlich als Heer ja auch einen sicheren Durchgang. Und
Lagerplätze und Verpflegung und sowas und müssen auf jeden Fall auch wissen, wo man denn Gefahr geht, auf Widerstand zu treffen und wo nicht. Und genau, das ist die Aufgabe der HeldInnen nun. Der Herzog versucht natürlich auf die Hauptstadt von der Ostrabenmark zuzumarschieren auf Altzoll. Seht ihr da ungefähr, ja, ziemlich mittig in der Karte. Und genau, da soll es hingehen. Und die HeldInnen hatten sich getrennt vor ein paar Folgen, für unterschiedliche Wege genommen. Elena hat eine Tochter, die sie bei einer alten Frau lassen musste. Und Astania und Elena haben versucht, sie wiederzuholen, beziehungsweise sind zu der alten Frau gereist als erstes, während Mora, Osko und Jandrik sich nach Neu-Ogrinwacht aufgemacht haben, ein kleines Dorf, wo die Mehrzahl der HeldInnen auch eine lange Zeit gelebt hat. Und ihr habt das Ganze, ihr habt das Dorf mit einem Knall verlassen und die drei haben das Dorf auch, naja, ziemlich heruntergekommen, wiedergefunden. Sehr, sehr starke Verbrennungserscheinungen. Ein Großteil der Dorfbevölkerung ist wohl gestorben bei diesem Brandanschlag. Und jetzt versucht ihr dort Widerstand zu organisieren. Osko hat mit der Gunst der Herrin Pereine beim letzten Mal einen Bauern überzeugt, sich euch anzuschließen und euch Zugang zu gewähren zu etwaigen anderen Dorfbewohnern, die ihr noch requirieren könnt für den Widerstand. Im Dorf selber sind zwei Anhänger der Targunitot anwesend, eine Targunitot-Priesterin und eine Nekromantin, die eigentlich tot sein sollte, aber auf irgendeine merkwürdige Art und Weise noch lebt. Manchmal ist das so in den Schwarzen Landen. Nämlich die Nekromantin Belzora Rotair und die Priesterin Tagunia Garere. Und die beiden, das so viel hat Jandrik rausgekriegt beim letzten Mal, sind sich nicht grün und scheinen sich nicht einig zu sein darüber, wie es mit dem Dorf weitergehen soll. Und da wittert Jandrik natürlich jetzt eine Möglichkeit, irgendwie einen Keil zwischen die Tagunitot-Anhänger zu treiben. Und dass der Widerstand hier einen fruchtbaren Boden finden kann. Genau. Und bei Astania und Elena habt ihr mit Schrecken oder Nicht-Schrecken festgestellt, dass Elenas Tochter, wir wissen immer noch nicht, wer der genau der Vater ist, magische Fähigkeiten besitzt. Und das war der eine Schreck, die eine Schreckensbotschaft, und die andere Schreckensbotschaft ist, dass die alte Dame eine Hexe ist und mit einem genauen Blick, den sie Astania zugeworfen hat, zu erkennen haben scheint, hat es ihm zumindest so gesagt, dass er eine Art Dämonenmal trägt, also nicht wirklich ein Mal, sondern dass die Beeinflussung eines Dämons wohl auf ihm liegt. Zumindest das Interesse eines Dämons auf ihm zu liegen scheint. Und wie der gute Dollard Power in seinem Kommentar von heute Abend unter der letzten Folge auf YouTube schon gesagt hat, merkwürdig, dass das im Lager, wo die ganzen Magier und Priester rumgerannt sind, noch niemand bemerkt hat. Ja. Wann könnte das wohl passiert sein? Genau, aber da habt ihr euch bis jetzt noch nicht so großartig drüber Gedanken machen können. Elena und Astania haben sich entschieden, möglichst schnell wieder nach Neu-Ogrinwacht aufzubrechen und Fenja, die Tochter von Elena, erstmal in der behutsamen Begleitung der Esmeralda von der alten Hexe zu lassen, die sich ebenfalls um drei andere Kinder kümmert, die ihr gerettet habt vor einem bösen Händler, Orkan Tucher, der diese Kinder transportiert hat und die auch allesamt magisch begabt zu sein scheinen. Und aus einem Gespräch mit Esmeralda und den Kindern habt ihr erfahren beim letzten Mal, dass die Kinder wohl entführt worden sind von einer Elfe, nämlich von Asarnil Scharlachkraut. Der Name klingelt zumindest bei denen, die in den Schwarzen Landen gewohnt haben, ziemlich laut in den Ohren. Denn das ist die
oberste Priesterin des Borbardianer-Kults, also der Kirche des Borbarat. Und genau. Und anscheinend ist es so gewesen, dass ein schwarzer Mann oder schwarzer Ritter die Kinder befreit hat vor dieser Elfe, aus den Händen der Elfe befreit hat und an Arkand Tucher verkauft hat, der sie dann nach Neu-Ogrenbach gebracht hat in seinem Planwagen, wo ihr sie wiederum von diesem Händler befreit habt. Und genau, das sind die wichtigen Informationen, glaube ich, aus der letzten Folge. Habe ich noch irgendwas vergessen, was ihr noch hinzufügen wolltet? Gut. Dann starten wir jetzt gleich. Natürlich müssen wir auch noch die Aufnahme starten hier in die Abendmark hinein. So. Recording in progress. Unser Blick wendet sich Mora zu. Mora schleicht zwischen den Häuserschatten von Neu-Ogrenwacht hin und her auf der Suche nach Informationen und auf der Suche nach einem einer sicheren Stelle zu übernachten, denn sie dürfte ja nicht bei Jandrik und Osko beim Bauern übernachten. Und Mora kennt sich aus in den Schatten. Sie huscht zwischen den Wachen, die relativ unaufmerksam zwischen den Straßen patrouillieren hin und her, versucht herauszubekommen, wo denn hier noch bewohnte Häuser sind. Findet auch heraus, dass die meisten Häuser wirklich verlassen oder abgebrannt sind. Viele der Leute haben sich teilweise auch in andere Häuser zurückgezogen als die, von denen Mora weiß, wo sie früher gewohnt haben. Rund um den Tagunitot-Tempel hat sich so ein etwas dichter bevölkerteres Viertel des Dorfes herausgebildet. Mora bekommt mit, dass nicht mehr viele Menschen hier wohnen. Viele scheinen gestorben zu sein und vielleicht noch 2 Dutzend oder ein bisschen mehr Menschen scheinen hier noch zu sein. Aus deiner Erfahrung weißt du, wo bestimmte Menschen ihre Unterkunft hatten. Und auf Suche nach Informationen schleichst du natürlich gezielt zu diesen Häusern hin. Eines der Häuser ist das ehemalige Haus von der Nekromantin Belzura Rotair. Das Haus, was sie bewohnt hat, bevor der Tagunitor-Tempel aufgebaut wurde. Eigentlich verlassen. Aber Mora weiß ja auch, dass seit Tagunia Garere im Tempel eingezogen ist und Rotair gestorben war, niemand so richtig in diesem Haus wohnen wollte. Und warum sollte die sich jetzt im Tempel aufhalten, wenn doch da ihr altes Haus noch steht? Ein Versuch ist es wert. Und tatsächlich siehst du Licht brennen durch die Fenster des Hauses. Schleichst dich in den Schatten heran und kannst mehrere Gestalten in diesem Haus an einem Tisch sitzen sehen. Ein prall gefüllter Tisch mit vielen Weinbechern und einem großen Spanferkel. Das duftet aus dem Fenster heraus. Ein dicklicher Mann sitzt auf einem großen Stuhl mit dicken Lehnen, zurückgelehnt und hat eine Fleischkeule in der Hand und beißt immer mal wieder herzhaft dort hinein. Schmatzend unterhält er sich mit einer Frau, die dir den Rücken zugedreht hat, aber an ihrer Stimme erkennt Mora, dass es sich wohl um Belzura handelt. Ja. Die beiden sprechen. Belzura versucht, Tucher auszufragen, was er denn hier macht. Und was er jetzt vorhat, wo seine Waren gestohlen wurden. Und wie er überhaupt an die Waren herangekommen ist. Sie scheint sehr neugierig zu sein. Tucher scheint sich nicht in die Enge gedrückt zu fühlen, sondern ist relativ offen. Schmatzend erklärt er ihr einige Dinge,
die durchaus interessant sein könnten. Ich habe so einen Typen getroffen, irgendwo zwischen Altzoll und, wie heißt dieser kleine Dorf? Und der Schwarzen Höhe. Ja, irgendwo dazwischen. Das ist aber eine ziemlich ungenaue Beschreibung. Ja, es war ja auch irgendwo auf dem Feld. Also, dieser Typ war ziemlich komisch. Der hat so ein Magier-Ding an. Und lange, schwarze, fettige Haare. Ich meine, Nekromanten laufen ja manchmal so rum, nicht wahr? Wälzt so ran, nicht, dass du. Natürlich. Also, der hat sich, das ist irgend so ein Thulamide gewesen. Eindeutig nicht von hier. Also, auch von der Haut her und so. Und der hatte die Kinder im Schlepptau. Und hat sie mir verkauft. Hat gesagt, er muss dringend woanders hin. Und du hast nicht gefragt, von wo sie sind und was das bedeutet? Wieso sollte ich? Es ist doch mal, es gibt hier genug Leute, die nach Kindern fragen. Zum Beispiel die Drachengarde versucht gerade ziemlich viel Kinder zu sammeln. Die Drachengarde. Ja, aus irgendeinem Grund. Das ist ja spannend. Und warum bist du dann bis nach Neu-Ogrenwacht gereist? Ich hab's versucht, der Drachengarde anzudrehen, aber als sie das Mal auf der Brust der Kinder gesehen haben, wollten sie sie nicht mehr haben. Und ich dachte vielleicht irgendwie kleinere Außenposten, weit weg von Altzoll bei der Drachengarde. Vielleicht kriegt man das da unter. Ach ja, verstehe. Du wolltest die Bombardianer und Drachengardisten und ausspielen und übers Ohr hauen. Spannend. Nichts gegen die örtlichen, die örtlichen Mächte hier, aber. Du weißt, man muss ja auch von irgendwas leben. Ich verurteile dich nicht. Arkan, ich verurteile dich ganz und gar nicht. Du weißt nicht zufällig, wie dieser Mann hieß? Dieser Thulamide? Moment, lass mich mal überlegen. Irgendwo habe ich mir das aufgeschrieben. Mal. Er legt das Fleischstück Fritz beiseite und kramt in einer dicken Tasche. Holt ein dickes Buch heraus. Alvenisch hieß der. Sulman Alvenisch. Ein erstauntes Schluchzen kommt aus dem Mund der untoten Belzora Otair. Das ist ein bekannter Name. Ist er? Ich kannte ihn nicht. Ja. Es ist ein Gehilfe und der dunklen Mutter. Ist es so? Na gut, das ist jetzt hier nicht so selten. Ja, das ist wahr. Ich bin ihm auch begegnet. Er ist der Grund, warum ich noch unter den Lebenden wandle. Also haben wir etwas gemeinsam, Arkan, nicht wahr? Scheint so. Ich habe Geld gekriegt, also jetzt nicht mehr, weil die sind ja geklaut worden von dieser Mora. Und du läufst jetzt hier rum, weil der dich wieder erweckt hat? Warum hat er das denn gemacht? Anscheinend gibt es Interessen der dunklen Mutter, die, wollten, dass ich noch nicht von den Lebenden abgezogen werde, so nenne ich es. Na, wenn das so einfach ist, vielleicht kannst du ein gutes Wort bei mir einlegen, falls es ich mal ein Kopfkürzer gemacht werde. Das liegt nicht in meiner Kraft. Aber du könntest den Sulman Alvenisch, wenn du ihn triffst, noch mal fragen. Ich hoffe, ich finde den nicht noch mal. Also der war schon ziemlich unheimlich. Verstehst du? Verstehe, ja. Aber kommen wir zu weiteren Sachen. Was hältst du von Garere, die Priesterin der dunklen Mutter? Ich verstehe gar nicht, warum ihr euch beide nicht versteht. Ich meine, du bist eine wandelnde Leiche, die aufgestanden ist von einem Nekromanten, der mit der dunklen Mutter im Bunde ist. Und sie ist Priesterin der dunklen Mutter. Also warum versteht ihr euch nicht?
Es ist kompliziert, Arkane. Ich möchte deine geistigen Kapazitäten nicht überbeanspruchen. Hey, weil das heißt, ich bin dumm. Nein, nein, so wollte ich es nicht ausdrücken. Aber, weißt du, die dunkle Mutter ist nicht meistens, ist nicht immer so, wie die Leute denken. Das musste ich wohl am eigenen Leib erfahren. Schmerzlich erfahren. Und, nun, sagen wir so, trotz meiner wiedergeborenen Kräfte, meines Lebens, habe ich durchaus ein Interesse, der dunklen Mutter einen auszuwischen. Und das, was Targunia hier macht, konterkariert genau das, was ich für dieses Dorf geplant hatte. Na, also das wäre, und ich wollte dieses Dorf zu einem Sammelplatz für die Verlorenen machen. Einer Art neuer Heimat. Das klingt ja ganz nett, aber wie kriegt man da Geld raus? Ich wollte kein Geld. Kein Geld? Nein, das ist ja fürchterlich. Nein, ich mach da nicht mit. Also, ich hab nicht verlangt, dass du mitmachst. Gibt's noch was von dem Brot? Augenblick. Sie steht auf und jetzt kann Mora sie das erste Mal sehen im Lichte des Feuers, was in der Stube flackert, sieht sie ein bisschen unheimlich aus. Ihre Gesichtszüge sind stark eingefallen und wirken ein bisschen skelettös. Allerdings läuft sie auch am Fenster vorbei und schließt den Laden, der vorhin offen stand. Mora duckt sich noch ein wenig weiter in die Schatten, aber sie hat ihre Position natürlich so gewählt, dass sie so gut wie unmöglich zu erblicken sein sollte. Und lautlos bewegt sie sich ein wenig zurück, versucht noch etwas zumindest zu hören, wenn sie jetzt auch nichts mehr sehen kann. Und wartet noch ein wenig. Vielleicht kommt Tuchaya raus, wenn er den Abend nicht bei ihr verbringt. Vielleicht. Und so wartet sie noch eine Weile. Durch den geschlossenen Laden kann man die Stimmen nicht mehr ganz so vernünftig vernehmen. Du hörst nur noch einzelne Gesprächsfetzen. Und die geben wohl Aufschluss, dass Tucha sich hier bei ihr wohl eingenistet hat. Mist. Wie gern sie den doch in die Finger bekommen würde, aber vielleicht muss das noch ein wenig warten. Jetzt weiß sie zumindest mal, wo er sich aufhält. Das wird noch irgendwann nützlich sein. Und so streicht sie noch ein wenig durch das am Haus vorbei, merkt sich genau die Anzahl der Fenster, die Türen. Aber dieses Haus ist nichts Besonderes. Keines der Häuser ist so wirklich besonders in Neu-Ohrenwacht. Das hier ist nur ein wenig besser erhalten als die anderen. Sie versucht abzuschätzen. Wird er in der Stube schlafen? Oder ist das Haus groß genug, dass er ein eigenes Zimmer haben könnte? Vermutlich in der Stube. Kein guter Ort für einen Hinterhalt oder einen Angriff, denkt sich Mora. Zumindest nicht alleine. Nickt nochmal still. Nein. Und das will sie eigentlich nicht riskieren. Das würde ihre Pläne zunichte machen. Nein. Als Mora noch so überlegt, in den Schatten neben dem Haus, sieht sie eine wankende Gestalt auf sich zulaufen. Sie duckt sich noch ein wenig, schaut. Wer ist das? Ist das eine Wache? Sie hat keine Fackel dabei, keine sichtbaren Waffen und läuft sehr torkelnd mit hinterhergezogenem Bein.
hinterhergezogenen Bein. Vielleicht ein Untoter, vielleicht der alte Kumpane von Tucha. Sie duckt sich an der Seite des Hauses und versucht, die Gestalt erstmal vorbeiziehen zu lassen. Läuft tatsächlich an dir vorbei. Und aus der Nähe kannst du tatsächlich den alten Kumpanen Tuchas erkennen. Mit leeren Augen und einem Stöhnen auf den Lippen. Den konnte sie nie leiden. Sie schleicht ihm hinterher. Wartet noch, lässt ihn noch ein wenig unbehelligt gehen. Vielleicht so 50 Schritt noch weg von dem Haus. Und dann wird sie auf sich aufmerksam machen. Hey, hey du, flüstert sie. Die Gestalt dreht sich langsam, ganz langsam um. Schaut es ist dunkel draußen. Mit leerem Blick in deine Richtung. Du solltest nicht mehr hier sein. Komm hier hin, komm. Mit schlurfendem Gang kommt die Gestalt Mora entgegen. Und langsam macht Mora einen kleinen Schritt nach hinten und dann noch einen und noch einen. Und sie spricht mit ihm. Hey, kennen wir uns nicht? Ich glaube, wir haben uns schon mal kennengelernt. Komm mal her, lass dich noch mal genauer ansehen. Man sieht jetzt, dass eine Art Sabber oder sowas aus dem Mundwinkeln der Gestalt herausfließt. Komm her. Fauliger Gestank kommt aus dem Mund heraus. Aus den Straßen zu suchen. Und so geht sie noch weitere Schritte, Schritt für Schritt, nach hinten. Sie behält ihn im Blick. Und langsam greift sie in ihren Mantel und zieht dort einen der Dolche hervor. Immer weiter in die Gasse mit ihm. Er folgt ihr. Dann blickt sie sich noch einmal um und bleibt stehen, lässt ihn weiter auf sich zutorkeln. Streckt die Arme aus, versucht nach dir zu greifen, wenn er in Reichweite kommt. Mit einem leichtfüßigen Ausfallschritt weicht sie zur Seite, packt ihm ein Handgelenk, was noch nach ihr greifen wollte, und zieht ihn mit einem Ruck nach vorne, um ihn dann mit einem gezielten Stich in den Hals zu stechen und niederzuringen. Der Dolch dringt tief in den Hals des Untoten ein und ziehst ihn durch die Wucht alleine schon zu Boden. Macht auch ein lautes Knack, als der Dolch durch das Genick durchrauscht und die Gestalt zu Boden fällt. Mora versucht, sich auf ihn zu winden und den Kopf zu packen und ihm auf jeden Fall die Kehle durchzuschneiden. Kein Problem, das soll Mora gelingen. Der Schnitt ist tief, aber es kommt kein Blut. Hört er sich auf zu regen oder regt er sich weiter? Die Muskeln der Gestalt unter dir lassen nicht nach. Verdammt, im Gegenteil, habe ich es mir doch gedacht. Sie ruckt herum und versucht, sich aus dem Griff zu befreien. Und jetzt versucht sie nicht nachzulassen, wirft sich sogar auf die Gestalt, auf den Rücken, setzt sich rittlings auf ihn und versucht, den Kopf vom Körper zu trennen. Du rückst und rüttelst an dem Kopf herum, aber es ist gar nicht so einfach für die schmächtige Mora, diesem doch etwas größeren Mann den Kopf abzureißen, obwohl du eben halt die Kehle durchgetrennt hast. Es ist nicht einfach. Und gar nicht, wenn er sich unter dir so stark wehrt und du hast die Kräfte dieser Gestalt durchaus unterschätzt. Du hast ihn vertorkelnd und nicht sonderlich widerstandsfähig gehalten, aber diese Gestalt hat Kraft und drückt stark gegen dich, sodass du den Kopf zwar zu fassen kriegst und daran herumzerrst, aber es nicht wirklich schnell schaffst, den Kopf einfach so vom Körper zu trennen. Du brauchst dringend eine Axt oder etwas anderes, etwas Scharfes. Mit bloßer Muskelkraft wird das nicht gelingen. Im Gegenteil, es wird gefährlicher, je länger du auf dieser Gestalt herumhockst.
Er greift und versucht, sie zu greifen und zu treten. Dann rollt sie sich von ihm runter, versucht schnell aufzustehen und den Dolch wieder wegzustecken. Dann tastet sie an ihren Gürtel nach dem Beil. Ein lautes Stöhnen kommt von der Gestalt. Ruckt sich nach oben, mit schneller als Mora gedacht hat. Verdammt! Sie weicht zurück, stößt mit dem Rücken an die Wand. Und dann nestelt sie schnell das Beil hervor und versucht auszuheben und das Werk zu vollenden. Ein großer Schwinger mit einem Schwinger der Arme versucht, der Gestalt Morat irgendwie gegen die Wand zu drücken. Sie versucht auszuweichen. Sie macht weiter. Sie versucht, das hier zu Ende zu bringen, was sie angefangen hat. Sie versucht, sich nicht packen zu lassen. Mora weicht dem Schlag aus. Die Gestalt prallt wuchtig gegen die Wand und gibt nochmal ein lautes Stöhnen von sich. Verdammt, der ist zu laut, denkt sie sich. Ehe du an sie wieder herankommen kannst, hörst du auch schon Stiefel, die sich der Gasse nähern. Und noch ferne, aber deutlich schon zu hören. Und du rufe, da ist irgendwas! Und dann wieder dieses Bei den Zwölfen denkt sie sich, aber sagt nichts, sie ist leise. Der Schlag des Beils trifft den Arm und fügt dem Untoten einen tiefen Schnitt oder eine tiefe Kerbe in der Schulter zu. Sie schaut sich um, nach links, nach rechts, und dann nimmt sie die Beine in die Hand und versucht wieder in den Schatten zu verschwinden, bevor irgendwer sie bemerkt. Ja, das soll dir gelingen, denn schnell bist du. Der Untote folgt dir zunächst, wird dann aber abgelenkt durch irgendetwas anderes. Und dann versucht Mora sich für diesen Abend eine Unterschlupf zu organisieren. Sie hat die vielen ausgebrannten Häuser gesehen, die vielen leerstehenden Häuser. Irgendwas am anderen Ende des Dorfes. Ganz weit abseits gibt es Astanios altes Haus. Ja, das ist gut. Das kennt sie. Dahin geht sie. Und da findet Mora guten Unterschlupf. Kann die Nacht allerdings nicht besonders gut schlafen, denn auch du hast den gleichen Albtraum wie deine Gefährten. Und wir machen einen kleinen zeitlichen Sprung. Lina und Astanio kurz vor Neu-Ugrinwacht. Es hat fast 2 Tage gedauert, bis ihr hier seid. Die Pferde, die ihr euch organisiert habt, sind nicht sonderlich gut. Leider. Musstet ihr feststellen, oder sie vertragen dieses merkwürdige Futter hier in den Schwarzen Landen nicht so gut. Jedenfalls sind sie nicht so schnell, wie ihr gedacht habt. Und außerdem ist der Schnee und das kalte Wetter nicht sonderlich förderlich für eine gute Reise. So braucht ihr länger als gedacht, aber erreicht dennoch die Ausläufer der kleinen Ebene, auf der Neu-Ugrinwacht erbaut ist. Man kann in der Ferne die ersten Häuserruinen schon sehen. Traut er sein, Glück allein, murmelt das Tanio vor sich her. Da sagst du was. Ich habe gehofft, diese Mauer nie wiederzusehen. Geht mir ähnlich. Andererseits sind hier noch Dinge, die uns nützlich sein werden. Ich brauche meinen Bogen und die Pfeile hier. Glaubst du wirklich, dass die noch da sind? Wer weiß. Die habe ich, ja. Vielleicht hat sie irgendjemand anders. Und weiß nicht, wer zu schätzen, was er da hat. Von wo sollen wir rein?
Wir suchen nach den Zeichen. Ja. Lass uns hier im Waldrand bleiben und die Pferde dann führen. Dann. Ich würde sogar sagen, wir lassen die Pferde im Wald. Und wir geben ihnen Sporn. Ja, wir prüfen vorher den Baum und holen ihn. Die Pferde, wenn wir einen Unterstand haben für sie. Gut. Welche Tageszeit ist eigentlich momentan? Mittag. Mittags. Ich weiß nicht, ob ich reingehen sollte. Wem sagst du das? Na, bei dir ist das noch ein bisschen was anderes als bei mir. Naja, ist die Frage, wer dich gesehen hat. Die Frage ist, wer mich gesehen hat und das überlebt hat. Ja. Vielleicht sollten wir auch einfach auf die Dämmerung warten. Oder zumindest du. Momentan kann ich wieder halbwegs gut sehen. Es geht einfach darum, dass du nicht gesehen wirst. Melina, schaut sich mal um, ob sie schon irgendwas Größeres, als schon irgendwie das Zeichen erkennt oder ob wir dafür noch zu weit weg sind von Neu-Ukranwacht. Jetzt sind wir. Was möchtest du erkennen? Vielleicht. Gucken, ob ich schon von unserem Standpunkt aus irgendwas sehe im Dorf, ob da sich irgendwas regt, ja, oder ob wir noch zu weit in Ruinenhäuser halten. Die großen Ruinen. Ich fürchte, um die Symbole zu sehen, die anderen uns, die Zeichen, die anderen uns geben wollten, muss ich näher ran. Sind wir näher ran. Wir könnten natürlich auch zu meiner alten Hütte gehen. Ja, die liegt doch außerhalb. Die liegt außerhalb. Ja. Wenigstens dort ein Lager auf, ja, von hinten. Wenn wir da wenn wir über die Felder gehen, sollten wir da ungesehen rankommen. Hm. Dann lass uns das tun. Die Pferde lassen wir trotzdem hier. Besser ist das vorerst. Ja. Und Ostanio grapscht sich aus alle seine Habseligkeiten, inklusive der Bücher, aus den Satteltassen. Und umklammert die ein wenig. Und Sanyo dreht sich nochmal zu Elena um. Kein Wort zu Jandrek. Ich möchte auch nicht, dass wir ein Wort über Fenja reden. Ja, vielleicht besser. Müssen nicht alle wissen. Mora, Jandrik und Osko haben sich in den letzten 2 Tagen wieder getroffen. Und haben sich natürlich auf die Lauer gelegt. Irgendwann müssen Elena und Astanio ja wiederkommen. Aber was haben sie untereinander besprochen? Vielleicht habt ihr gerade Zeit, als ihr euch mal wieder auf dem kleinen Hügel in der Ruine getroffen habt, wo ihr die Pferde gelassen habt am ersten Tag. Euer kleiner Standpunkt, von dem aus ihr das Dorf gut überblicken könnt. Und tatsächlich am Horizont gibt es 2 Reiter, die sich der Siedlung nähern. Vielleicht sind das Elena und Astanio. Aber die werden noch etwas brauchen, bis sie dort bei euch sind. Die scheinen das Dorf ein bisschen zu umrunden, vielleicht rüber zum Haus von Astanio zu laufen. Ihr habt also Zeit, noch einmal miteinander zu sprechen. Wenn sie das sind, dann sollten wir nicht mehr viel Zeit verschwenden. Wir haben die letzten Tage verbracht, dieses Dorf auszukundschaften, aber ich werde langsam nervös und ungeduldig. Wie immer. Wir haben einen Auftrag und der ist es nicht, hier auf der Lauer zu sitzen und nichts zu tun. Richtig, richtig. Ich hoffe, Sie sind es. Da können Sie auch entscheiden, was Sie darüber denken, was Sie über die Sache mit Tucher denken und die Sache mit Tagunia und Belzora. Also wir müssen
Und davon bin ich immer noch überzeugt, die beste Strategie ist es, die zwei gegeneinander auszuspielen. Am besten sie beide loszuwerden und dann das Dorf auf unsere Seite zu ziehen. Zumindest mal wird sich jetzt Swist für uns als durchaus hilfreich erachten. Das könnte sich aufwiegeln. Aber genau. Tucher schnapp ich mir. Wie du meinst. Ein paar der Bauern sind auf jeden Fall schon davon überzeugt. Ich konnte ja Ulf für unsere Sache gewinnen und die anderen, zumindest ein paar der anderen, konnte ich auch schon treffen in den letzten Tagen. Aber noch nicht viele. Naja, sie sind verängstigt. Es sind viele gestorben. Nachvollziehbar, ja. Ich denke, es braucht noch einen gewissen Anstoß. Ich hoffe, den können wir bald geben. Da bin ich zuversichtlich. Irgendwas, um die beiden anzustacheln. Irgendwas. Dieser Tempel. Gibt es dort, der wird von der einen Partei bewacht, nicht wahr? Dort wohnt Tagunia Gareria. Und die ist momentan die Dorfanführerin. Ja. Guerrero und ihr Gefolge sind dort. Wenn wir es so aussehen lassen könnten, als hätte die andere Partei, als würden sie versuchen, diesen Tempel zu beschädigen, das wäre bestimmt ein Grund zum Streit, oder nicht? Nicht schlecht, aber wie kann man es so aussehen lassen, als wäre Roter Herr dahinter? Es müssen Beweise auffindbar sein, die eindeutig auf Roter Ihr deuten würden. Oder ihre Männer. Das kann nicht so schwer sein. Wir können uns ein oder zwei dieser Männer schnappen, ihre Kleidung anziehen, Spuren hinterlassen, den Tempel abbrennen oder sowas. Dann würden sie anfangen, sich gegenseitig zu beschuldigen. Das wäre die Hoffnung. Aber es muss wirklich so aussehen, als wären es die anderen gewesen, weil sonst vereint sie diese Tat. Das darf nicht geschehen. Vielleicht können wir irgendetwas von Roter ihr dort liegen lassen. Ich glaube, irgendein Kleidungsstück, ein Haartuch, irgendetwas, was sie oft bei sich trägt. Denkst du kannst da was beschaffen? Ja. Ja, kann ich. Dann haben wir einen Anfang. Ich kann den einen oder anderen dieser Leute, dieser Männer ausschalten und unsere Kleidung, uns ihre Kleidung beschaffen. Nicht schlecht, ja. Das ist zumindest ein Anfang. Aber warten wir noch, bevor wir so etwas durchführen, bis Jelena wieder da ist. Ja, sollte es zum Äußersten kommen, brauchen wir auch ihre Unterstützung. So ist es. Ihre Kampfkraft, auf sie können wir nicht verzichten. Ja. Ihr seht dann, dass die beiden Gestalten Richtung Astanios Haus unterwegs sind und wählt dann schnell den Weg dorthin. Dass ihr vor ihnen schon da seid und sie erwarten könnt. Mora würde sich sogar etwas provokant in die Stube von Astanio setzen und schon mal Wasser heiß machen für einen Tee. Also so sonderlich viel Zeit hast du dafür gar nicht, irgendwie, dass das jetzt schon fertig wäre, aber du kannst schon mal beginnen, ja. Und Osko und Jandrik nehmen Astani und Elena draußen in Empfang. Ja, Jandrik steht da mit verschränkten Armen, immer noch diese recht steife, angespannte Haltung, die er schon seit Tagen hat. Eigentlich, seit sie losgeritten sind, so wirklich entspannt hat er sich seitdem nicht mehr. Und schaut
ausschließlich Elena an. Ja, Elena hat den Kapuze ins Gesicht gezogen, den Mantel vorne zu. Also es ist erstmal nicht ersichtlich, dass sie es ist, weil einfach gegen den Wind und gegen den Kälte. Und als sie dich dann sieht, nickt sie dir zu, schaut sich mal links, mal rechts, ob irgendwer sonst noch schaut und schlägt dann die Kapuze zurück. Schön, dich zu sehen, Jandrik. Hat alles geklappt? Lass uns das drinnen besprechen. Er nickt und zeigt in Richtung Tür. Wo ist Mora? Drin. Ja. Kommst du, Astanio? Astanio trottet einer stummen Elena hinterher. Ja. Dann betritt Elena hinter den anderen dann die Stube. Ach. Willkommen, ihr beiden Nachzügler. Ich war so frei und habe uns reingelassen. Passt schon. Eisig. Einfach nur in Gedanken. Blickt von Astanio zu Elena, zu Astanio. Was ist vorgefallen? Es sieht nicht danach aus, als gäbe es gute Nachrichten. Ach doch, es ist alles in Ordnung bei Esmeralda und den Kindern. Ich habe tatsächlich beschlossen, Fenja dazulassen, weil sie sich mit den Kindern gut versteht und wollte sie nicht aus der Umgebung reißen. Hm. Ja, sonst ja, ich denke, war's echt, war die Reise wirklich entspannt. Also nicht so mehr so viele Banditen auf den Straßen. Hm. Na, wir kannten ja deinen Schleichweg noch, den hatte ich mir gemerkt. Yes. Ach ja. Ich denke, auf diesem abgelegenen Hof sind sie zumindest für eine Weile sicher. Das hoffe ich auch. Die Lena lächelt so ein bisschen. Ach ja. Mora mustert die beiden aber dann doch noch einmal von oben nach unten. Sagt jedoch nichts und nickt nur stumm. Sie merkt irgendwas. Wollen die beiden anscheinend nicht sagen, aber sie fragt nicht nach. Das ist ihre Angelegenheit. Und dann holt sie das kochende Wasser vom Feuer. Tee? Gerne. Draußen ist es wirklich kalt. Wie ist es euch ergangen? Ja, viel steht nicht mehr vom Dorf. Da bin ich ehrlich. Gesehen. Verlassene Ruinen. Verbrannte Dachstühle. Viele sind gestorben, sagt man hier. Andere sind weggegangen. Ist ihnen nicht zu verdenken. Es geht ja seit Jahren so. Man steht nicht, immer sind ein, zwei gegangen. Aber für uns ist das gar nicht so ungünstig. Das heißt, wir können hier, wenn wir es richtig anstellen, einen guten Brückenkopf aufbauen. Oh ja. Das einzige Problem wird die Versorgung des Heeres sein. Hier und auf der gesamten Reise. Ich weiß nicht, wie Sie sich das gedacht haben. Er weist in Richtung Felder. Felder gibt es durchaus noch einige. Und es gibt noch andere Dörfer. Auch zu ihnen müssen wir noch gehen. Aber irgendwo müssen wir anfangen. Ja, natürlich. Osko hatte ja auch von dem Dorf gehört, dass unglaublich viele Vorräte und fruchtbar war. Ja. Wir konnten schon mit ein, zwei Bauern sprechen. Ja, die Kornkammern sind voll. Genau, Ulfs Kornkammern sind voll. Und der Winter hat gerade erst begonnen. Wie viele Leute hat das her? 2.000, 3.000? Da hält eine Kornkammer nicht lange. Wenn es 2.000, 3.000 sind. Jedenfalls ist Ulf auf unserer Seite. Denken wir. Und auch ein paar von den umliegenden Höfen. Die Männer dort. Sie sind zumindest nicht gegen uns. Und es ist nicht unsere Aufgabe, ein ganzes Heer zu versorgen. Das muss die Heerleitung schon selber schaffen. Aber wir können es ihnen einfacher machen. Ja. Das ist ja auch so grob unsere Aufgabe, denen es einfacher zu machen. So ist es.
Takunia Bargarere und Belsura Rotahir sind beide noch im Dorf. Und dieser Tuche auch. Er hat sich bei Rotahir eingenistet. Wie es aussieht. Bitte. Werde du. Die beiden sind sich immer noch nicht grün. Das könnte unser Vorteil sein, aber was wir noch rausgefunden haben. Die Kinder. Bevor Tucha sie hatte, hatte sie einen Mann. Sulman Alvenich. Genannt. Elena wird kreidebleich. Bitte. Wer? Naja, angeblich ein Tulamide. Ein Anhänger der dunklen Mutter. Sulman Alvenich. Du scheinst ihn zu kennen. Ja, er war auf der Schlacht in Kurkum dabei. Er ist vom Niraven besessen. Er ist ein Diener Tagonitots. Er ist quasi ihr Rabe. Die Boboradianer und Tagunitot scheinen sich nicht so ganz grün zu sein. Respektive Tagunitot scheint ihre eigenen Pfade gehen zu wollen. Nach mehr zu streben, als dem, was sie hat. Und du meinst, dieser Alvenich ist jetzt sowas wie die rechte Hand der dunklen Mutter? Ja. Seit dem Fall Kurkums, ja. Er könnte auch er ist wahrscheinlich der schwarze Ritter, der uns das Pferd verkauft hat. Damit wäre er auch dieser Seelensammler. Ja. Ja, ja. Die Welt ist klein. Jedenfalls. Weil sie entreißt Kinder, den Bavaratianen Kinder. Ich stelle die Frage, aus welchem Grund. Ich weiß nur, dass er sie erst hatte und dann wollte er sie relativ schnell loswerden und hat sie an Tuche verkauft. Ja, also. Und irgendwann. Er ist anscheinend auch der Grund, warum Rotair wieder lebt. Rabe holt die Seelen, der Rabe kann die Seelen noch zurückbringen. Ich finde es interessant. Er hat uns geholfen, hat mir dann im Traum damals seine Hand angeboten und ich bin sie abgelehnt. Mal schauen, was da noch kommt. Da laufen ganz komische Dinge. Naja, wie dem auch sei. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir nun weiter vorgehen. Wir haben schon einige Tage verloren. Nein, haben wir nicht, Jandrik. Wir arbeiten daran, mit Hochdruck. Manchmal muss man ausharren und Informationen sammeln. Das dauert seine Zeit. Ja, das haben wir jetzt gemacht, oder nicht? Ausführlich. Jandrik hatte die Idee, die Feindschaft von Garere und Rotahir zu nutzen. Gegen die beiden. Mhm. Und einen Konflikt aus dem Boden zu stampfen. Dass die beiden sich die Augen auskratzen. So ungefähr hat er sich das vorgestellt. Ja, das haben sie damals schon getan. Und Rotair war damals nicht schnell genug, sich zu verstecken, hat mit dem Leben bezahlt, ist er jetzt wieder da. Das Problem ist, wenn wir sie einfach ausschalten, fürchte ich, dass sich, wer auch immer dann noch übrig bleibt, sich gegen uns wenden wird. Das heißt, es wäre besser, wenn sie sich gegenseitig ausschalten. Außerdem habe ich den Eindruck, dass die gestorben ist, die nicht ganz so unvernünftig ist wie die anderen. Aber letztlich ist es mir egal, das sind alles. Sie ist untot.
Ganz sie hat genau. sehr viel fürs Dorf getan. Aber sie ist untot. Und ganz genau. Willst du wissen, habt ihr irgendwie rausgefunden, wie sie zurückgekommen ist? Also das hatten wir. Ja. Diese widernatürlichen Dinge verstehe ich nicht. Und ganz ehrlich, ich will sie auch nicht verstehen. Ich genauso wenig. Naja, sie müssen beide weg. Und das, je schneller, desto besser. Wenn wir nicht, dann das Heer. Aber wenn sie das Heer kommen sehen, werden sie sich ganz schnell verdünnisieren. Guerrera hat ein Talent für und Rotea. Sie ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr zu unterschätzen. Naja, wahrscheinlich ist die jetzt auch nur noch eine Figur auf dem Schachbrett. Dieses Alvenich. Was? Sie. Er ist der Grund, warum sie wieder wandelt. Er wird irgendwas mit ihr vorhaben. Er respektive Targoni, trotz seiner Meisterin. Dieser Mann, ist das der dunkle Ritter, den ich schon öfter getroffen habe? Er schließt sich mir so, ja. Nur, dass er da keine Rüstung an hatte. Hatte er Rüstung an mit Tucher oder wie hat Tucher ihn beschrieben? Nee, wie ein Thylamiden. Was auch immer für ein Spiel er spielt. Mit fettigen Haaren und dunkler Kleidung. Er spielt das Spiel, was seine Herrin ihm aufträgt. Aber er kennt mich. Er hat mich auch schon gesehen wieder. Er weiß, dass ich hier bin. Gesagt hat er aber niemandem etwas. Das weißt was du das? Was hat er zu dir gesagt, als du ihn noch einmal getroffen hast? Na, nichts Wichtiges. Zumindest habe ich es nicht als wichtig empfunden. Er weiß, dass du sein Pferd hattest. Er weiß auch, dass ich es nicht mehr habe, ja. So jemand gibt nicht einfach sein Pferd ohne Hintergedanken. Ja. Aber wie gesagt, wir werden es nicht rausfinden. Und das ist nicht unser Kampf, momentan zumindest nicht. Noch hat er sich nicht als unser Feind erwiesen. Ist ein Diener Takunitrotz. Ja, dieses ganze Land ist unser Feind, aber wir müssen Prioritäten setzen. Ja. Die Idee war, ihn kümmern wir uns später, da hat Jandrik recht. Die Idee war, diesen Tempel zu beschädigen, abzubrennen, irgendetwas. Und es so aussehen zu lassen, als wären das die Anhänger Rotters gewesen. Das Problem ist, dass Rother damals diesen Tempel gebaut hat, um Schlimmeres vom Dorf abzuwenden. Er hatte einen Deal mit Altzoll. Sie baut den Tempel und dafür müssen wir nicht so viele aber das ist doch perfekt. Soldaten stellen. Aber genau das ist doch warum hätte sie perfekt. Denn einen Grund, den Tempel dann zu zerstören? Tempel ihrer Göttin. Nun, den Tempel zu zerstören und Takunia 1 auszuwischen. Denn sie hat die Macht über den Tempel inzwischen. Und Takunia hat einen Grund, den Tempel zu zerstören, um ihr eins auszuwischen, weil sie ihn gebaut hat. Ich weiß nicht, ob das alles so logisch sein muss. Ja. Im Eifer des Gefechtes stellen die Leute meistens keine Fragen. Es muss nur sehr deutlich sein, dass sie es waren. Mora überlegt noch einmal. Sie war nicht oft in Neu-Orenwacht und schon gar nicht zu Feiertagen oder Segnungen. Da ist sie meistens der ganzen Sache aus dem Weg gegangen. Aber vielleicht war sie schon mal im Tempel. Sind dir dort irgendwelche Abbildungen der dunklen Mutter aufgefallen? Ja, garantiert. Was ist, wenn die Abbilder Targunitots verschwinden würden? Das klingt nach einem Plan. Ja. Das ist besser, als das Ding gleich abzubrennen. Das Feuer hat Risiken. Zum allerersten Mal wandert sein Blick ganz kurz
ganz kurz zu Astanio, aber dann wieder weg. Astanio erwidert den Blick nicht einmal. Bevor... Nein, nicht bevor, während wir das durchführen, muss ich unbedingt in Targonias Gemächer. Was hast du vor? Unterlagen. Bücher. Schriftstücke. Für den Fall, dass sie flieht, willst du Beweise haben? Eher magischer Natur. Ich möchte mich vorbereiten können für den Fall, dass wir wieder auf Dämonen oder sonstiges Gezücht treffen. Es ist nicht schlecht, etwas über den Gegner zu wissen. Verstehe. Ja. Aber dafür können wir das Haus nicht abbrennen. Ich habe eine Idee. Ich meine, was ist, wenn wir Garrera einen Brief zukommen lassen, dass Rothea sie zu sich bestellt hätte? Die beiden treffen sich außerhalb des Tempels. Und in der Zeit schlagen wir zu und räumen den Tempel leer. Ich bin nicht gut in sowas. Ich denke, mit der Schatzemora, das kriegen wir hin. Beide haben ihre Männer und ihre Schergen. Sie werden sich beide beschuldigen, einen Hinterhalt gelegt zu haben. Es könnte gehen. Aber es muss so aussehen, zumindest für die eine Seite, dass es die Männer Rothears waren. Da würde wieder dein vorheriger Plan ins Spiel kommen. Wir müssen irgendwelche Gegenstände von ihnen nehmen. Ganz genau. Platzieren. Und Kleidung, vielleicht ein, zwei ausschalten. Das alles muss dann aber schnell gehen. In dem Moment, wo wir agieren, müssen wir sofort weitermachen. Gibt es denn etwas, was die beiden Gruppen unterscheidet? Die Wachen der beiden, die Patrouillen oder was auch immer der beiden Truppen? Nicht wirklich. Eigentlich patrouillieren nur die Truppen von Targonia. Rothair hat zwar Anhänger, aber nicht wirklich Truppen. Ich werde eine Kleinigkeit aus Rothairs Privatbesitz stehlen. Eine Haarspange, ein Tuch, was auch immer. Aber das funktioniert nicht, wenn sie sich treffen. Dann kann es sie nicht gewesen sein. Dann hinterlasst eine Nachricht. Das ist es. Dieses Treffen ist gar nicht echt. Selbstverständlich nicht. Sondern wir machen einen Treffpunkt aus und da wird Rothair natürlich nicht sein. Ja, ich glaube, aus Tanya ging es um die Nachricht im Tempel. Das vielleicht... Warum nicht beides? Naja. Genau, machen wir es doch wirklich so. Wir locken Targonia heraus... Und im Tempel hinterlassen wir eine Nachricht von wegen, die dunkle Mutter ist mit mir und nicht mit dir. Würde so etwas Rothair tun? Ist das glaubhaft? Ist es wichtig, ob es glaubhaft ist? Naja, so eine Nachricht schon. Wenn das so deutlich ist, wenn es eine Handschrift gibt. Ich denke mal, Targonia ist so blind vor Hass, dass sie da jegliche Logik vergessen würde. Aber es passt schon zu Rothair, dass sie sie aufzieht. Sie war zwar nie die Kriegerische, aber Rothair ist listig. Selbst die dunkle Mutter flieht vor dir. In Kombination mit verlorenen Statuen? Das wird sie zu Weißglut bringen. Die Frage, was mit den Dörflern dann passiert. Es wird Durchsuchungen geben.
Was machen wir mit den Statuen? Vielleicht im Keller von Oskos. Nein. Wir sollten sie verbrennen. Die sind aus Stein, Astanio. Die Hauptstatue ist aus Stein. Ich war nicht oft da drin. Ich zuletzt vor 1,5-2 Wochen, als ich die Leiche des von Gehilfen da reingebracht habe. Und wie wollen wir dann die Statue da rauskriegen? Die ist ja nicht sehr groß. Ach so. Aber 4 Hände sollten wir auf jeden Fall haben. Und wir können sie problemlos bei einem der Anhänger Rotters verstecken. Das spielt uns sogar in die Hände. Wenn du jemanden klar identifizieren kannst. Aber dann wendet sich das ganze Torf gegen Rotter. Weil dann ist der Beweis klar. Die Statue darf bei niemanden der beiden Parteien auftauchen. Es darf nicht klar sein, wer das Verbrechen, Stanio zuckt mit seinen Fingern, begangen hat. Es muss immer in der Schwebe stehen, dass es beide Seiten gewesen sein könnten. Diese ganze Sache darf so oder so nicht zu lange dauern. Wir könnten auch, statt die Statue rauszutragen, sie auch einfach umwerfen. Ich meine, das ist okay, das ist halt dann wieder irgendwer Drittes, aber... Ja. Das würde ja reichen. Wenn man sie nicht wegtragen kann, dann werft sie um. So oder so. Das stimmt. Ein entweihter Tempel könnte sie einen, aber... Wir machen das einfach so, diese Nachricht an Tagunia. Die führt an einen Platz, wo die beiden sich eh nicht treffen werden. Sie wird versucht, erbost zurückkehren und dann den Tempel verwüstet vorfinden. Mehr braucht man nicht. Und dann wird sie anfangen von sich aus, ohne dass wir irgendwelche Hinweise legen, ihre Konkurrentin zu beschuldigen. Wir sollten bei all dem jedoch nicht vergessen, sollten wir Taguni trotz Zorn wecken und so weit reizen, dass sie Gewalt anwendet gegenüber den Dorfbewohnern, müssen wir eingreifen. Aber das ist doch genau das, was wir wollen. Ja. Eine Situation erschaffen, wo wir die Guten sind, wenn wir sie ausschalten. Ganz genau. Und es ist klar, wir müssen darauf Acht geben, dass niemand zu Schaden kommt, außer den Beteiligten. Ganz zu verhindern werden wir das nicht können. Wir können es versuchen, aber wir haben Krieg. Das ist richtig. Aber der Versuch zählt. Jandrik nickt. Richtig. Nun, ich finde, das klingt auch nach einem ganz passablen Plan. Ja. Wo habt ihr eigentlich eure Pferde? Sorry, für den Themenwechsel. Entschuldigt den Themenwechsel, aber sie stehen noch am Waldrand. Am Waldrand, hinter der Hütte. Beim Bauern. Ja. Wir haben sie bei Ulf abstellen können. Das ist gut. Meinst du, der Gern würde noch 2 weitere Pferde aufnehmen? Ich denke, das lässt sich verhandeln. Gut. Dann steht Astanio auf und geht an die Tür. Das mache ich. Sehr vorsichtig. Astanio nickt und tritt heraus. Dann werde ich eine Nachricht schreiben. Mhm. Eine, die von Rota hier sein könnte, an Garere, um sie herauszulocken. Mhm. Ich überlege gerade, was sie sich damals, was es beinhalten könnte. Ich denke, so etwas wie, dass die beiden, dass Rota hier um eine Unterredung bittet, ein Treffen, um sich auszusprechen. Vielleicht sogar mit der Floskel, dass die dunkle Mutter doch die Versöhnung suchen würde.
Wie auch immer. Es muss nicht dort drin viel drinstehen. Vielleicht locke ich sie auch damit, dass es um eine Entschuldigung geht, die aussteht. Das ist wahrscheinlich eher was, womit du sie kriegen wirst. Ich glaube, da könnte Guerrere doch gar nicht widerstehen, oder? Ihre Konkurrentin am Boden zu sehen. Da bin ich bei dir. Gut. Und Mora setzt sich an den kleinen Tisch von Astanio und zieht ein kleines Stück Pergament heraus und eine Feder. Und schreibt eine kleine Nachricht. Wer wird die Nachricht dann überbringen? Das kriegen wir schon hin. In der Dunkelheit. Ja. Zur Not binden wir sie diesem Untoten neunmal klug von Tucha an die Stirn, wenn sein Kopf noch an den Schläfen sitzt. Na egal. Wie sieht es sonst im Dorf aus? Ich habe ja nicht viel gesehen irgendwie. Naja. Nach dem Feuer hat sich halt schon einiges verändert. Ihr habt es ja vielleicht schon gesehen. Gut, die Hälfte aller Gebäude hier ist abgebrannt. Von meinem Laden steht so gut wie nichts mehr. Und naja, auch den Höfen geht es so weit in Ordnung, dass sie sich selber gerade so versorgen können. Aber zu mehr wird es nicht reichen. Ja. Wir hoffen, dass sie sich dem Herr nicht zu sehr widersetzen, wenn sie die Waren einfordern. Immerhin steht der Winter noch vor der Tür. Ich meine, wie das genau aussehen wird, können wir natürlich nicht sagen. Aber Ulf weiß immerhin schon mal Bescheid, was der grobe Plan ist. Dass eine hier lagern würde und dass sie natürlich auch Verpflegung brauchen werden. Hoffen wir, dass sich das Herr anständig verhält. Ach, er ist doch eigentlich schon ein recht anständiger Kerl. Ich finde, er das nicht immer so zeigt. Ja. Dahingehend hat er sich auch kein bisschen gebessert. Manche Menschen ändern sich halt nie. Na, das stimmt. So, ich glaube, das müsste reichen. Das ging schnell. Es muss nicht viel drinstehen. Zeig mal her. Und sie schiebt ihm einen kleinen Zettel zu und dort steht: Hochverehrte Guerrere, ich habe in der Vergangenheit einige Fehler gemacht. Es ist viel böses Blut zwischen uns geflossen. Viel zu lange steht eine Aussprache zwischen uns aus. Und daher bitte ich euch demütigst, euch mit mir zu treffen, noch an diesem Abend. Es wäre im Sinne der dunklen Mutter. Hochachtungsvoll, Belzura Rotahir. Klingt gut. Gefällt mir. Ort fehlt noch. Was ist weit genug weg vom Haus der beiden? Sie blickt fragend. Am Waldrand? Am Baum werden sie sich nicht treffen, aber irgendwo am Waldrand gibt es diese markante Eiche, Genosten. Ja, ich denke auch, das ist ein guter Platz. Und genau Eiche. Das kritzelt dann Mora noch in die untere Zeile. Sehr gut. Und so lasst sie den Zettel überbringen. Und wartet dann ab, bis Targunia den Tempel verlässt. Das richtig verstanden? Ja. Jetzt
sollten sich ja gegen Abend treffen, das heißt, es wird erstmal was dauern. Aber tatsächlich wird Targun ja mit einigen von den Wachen, die dann dafür am Abend auch nicht durch die Straßen patrouillieren, was es euch einfacher macht, durch die Gassen zu schleichen, Richtung Wald ranziehen. Ja, sobald die weg vom Tempel sind, werden sich Mora und Jandrik in Richtung dieses Tempels begeben. Vorsichtig durch die Schatten. Ja, ich glaube, seid ihr ja gut drin. Ja. Ich weiß nicht, hätte Ilena uns begleitet aufgrund ihrer Stärke? Wenn sie ihr gebeten hat, mitzukommen, dann komme ich mit. Ich halte mich in den Schatten, halte euch den Rücken frei. Folge euch. Natürlich. Gut. Stehe ich euch bei. Und dann würde Mora tatsächlich versuchen, ungesehen mit den anderen beiden in den Tempel zu schlüpfen. Ah, ihr trifft keine Menschenseele draußen an. Schlüpft wirklich durch einen Seiteneingang in den Tempel hinein. Einzig auf dem gegenüberliegenden Dach sitzt ein Rabe und krächzt, als ihr das Schloss aufbrecht. Soll ich hier draußen bleiben oder mit reinkommen? Komm mit rein, sonst wirst du noch gesehen. Stimmt auch wieder. Na gut, dann gehen wir alle rein. Los! Für Jandrik ist es ein beklemmendes Gefühl, diesen Tempel zu betreten. Er ist zwar nicht geweihter Golgarit, aber allein die Abbildungen und Statuen der dunklen Mutter hier und lassen dir einen Schauder über den Rücken laufen. Hier gibt es tatsächlich Menschen, die sie als Göttin verehren. Meine Miene wird immer härter. Je mehr ich davon sehe, immer entschlossener. Ich schaue mich um. Gibt es dort? Ist jemand hier? Ist niemand da. Einzig die große Opferschale vor dem Altar ist mit Licht noch versehen. Ich suche nach den Statuen. Kerzen stehen darum herum. Ich suche nach den Statuen, von denen die Rede war. Auf dem Altar steht die, ja, vielleicht armgroße Gunitolstein-Statue. Zeigt eine schöne Frau, zu deren Füßen ein Knochenberg zu finden ist. Ich habe normalerweise nichts gegen den Anblick einer schönen Frau, aber der Anblick dieser bestimmten lässt mir einen Schauder über den Nacken wandern. Ich gehe langsam drauf zu. Die Figur hat die Hände, wie eine Mutter tatsächlich, die vor der Umarmung steht, geöffnet. Ursprünglich hatte ich geplant, sie mitzunehmen. Aber mir wird plötzlich klar, dass ich das nicht kann und auch nicht will. Ich stoße sie um. Ja. Mit einem Ruck und einem starken Stoß und etwas mehr Kraft, als du eigentlich geplant hattest, reißt du die Statue vom Altar herunter, die dann mit Krachen zu Boden fällt. Ah, zu den anderen. Mit Was einer machst du Befriedigung denn? Im Blick. Und Mora sieht dich einen kurzen Moment schockiert an und blickt dann um sich, weil dieses Krachen, was von den Wänden wieder hergehallt ist, und lauscht dann kurz. Wie eine verschreckte Katze steht sie kurz da. Wir haben doch gesagt, wir wollen sie zerstören. Noch ein bisschen mehr. Was gibt es noch hier Wichtiges? Und ja, Mora fängt nochmal an, sich umzusehen und es Jandrik gleich zu tun. Es gibt die Sakristei, da könnten genau, die Bücher Sakristei sein. Und den privaten Raum von Garere.
Ja, Asternio hatte von den Büchern gesprochen. Also würde sich Mora jetzt auf Zehenspitzen in die Gemächer machen. Vorsichtig. Ja, da sind tatsächlich einige Bücher an Regalen aufgereiht und Schriftrollen. Mehr oder weniger wahllos würde sich Mora einige greifen. Vielleicht welche, die etwas prachtvoller aussehen, etwas teurer, aber Bücher sind Bücher. Die besonders aussehen. Ja. Genau. Und würde so viel wie möglich sich unter den Arm klemmen und in ihre Tasche werfen. Mhm. Bloß keine Zeit verlieren und dann nichts wie weg hier. Ja, Andrik ist währenddessen zur Sakristei gegangen. Schaut nach Elena, ob sie folgt. Ja, Elena folgt. Wir könnten auch die Schale vorne umlegen. Noch am Altar. Ist das etwas, was sie machen würde? Ist das glaubhaft? Die Statue schon umgefallen ist, kann auch die... Dann spielt es keine Rolle, du hast recht. Ja, dann kippen wir auch die um. Denk mal, ihr löscht vorher die Kerzen, die da drauf sind. Ja. Dann braucht ihr etwas mehr Kraft, denn die ist dann irgendwie ist eine große Steinschale. Dann mit vereinten Kräften. Aber Elena ist auf jeden Fall stark genug. Mit Jandriks Hilfe schafft sie das. Also mehr Elena als Jandrik wuchtet den dicken Stein um. Für Rondra. Dieses Fyrondra verklingt dumpf in dieser Halle, obwohl es eigentlich widerhallen müsste auf der Akustik dieses Raums. Aber irgendwie ist dieser Ruf, wirkt er, als würde man ihn in eine Kissen sprechen. Dumpf. Das ist Elena egal. Jetzt muss man schauen, was in der Sakristei ist. Nur noch das ganz kurz. In der Sakristei gibt es nicht mehr viel. Da sind halt Gewänder aufgereiht. Dann gibt es eine Möglichkeit, sich zu waschen. Dann einige Kerzen, Stummel, verbrauchte Kerzen und halt, was man für den Gesangsbücher, Dinge für den Alltag, die man für die Zeremonien braucht. Ein bisschen Chaos stiften. Kleider vom Ständer. Mhm. Gut. Dann sollten wir wieder raus. Mora würde, kurz nachdem sie die Bücher verstaut hat, doch noch mal einen Moment innehalten. Sie hat erst nur an Asternio gedacht, aber jetzt versucht sie einmal zu denken, wie Garere wohl denken würde. Wo würde jemand wie sie Wertvolles aufheben? Wo würde jemand wie sie vielleicht Dinge verstecken? So versucht Mora jetzt zu denken und geht nochmal den Raum ab. Vielleicht unter der Matratze im Bett. Da kniet sie sich vor das Bett und hebt die Matratze hoch. Tatsächlich findest du dort ein Buch, was dort ist. Hübsche Nachtlektüre, denkt sie sich und nimmt auch das mit. Das Buch wiegt es ein wenig in der Hand. Buch ist eingeschlagen, ein merkwürdiges Leder. Mora streicht mit der Hand darüber, überlegt sogar kurz aufzumachen und darin zu lesen, tut es dann aber nicht. Nicht hier, nicht jetzt, denkt sie sich. Schon genug Zeit verschwindet. Die Seiten darin sind auch kein Pergament, so wie Mora es kennt. Es sind dicke, ledrige Seiten. Ein wenig merkwürdig, dieses Gefühl unter den Fingern. Irgendwie widerlich. Und dennoch nimmt sie es mit. Und dann raus zu den anderen. So verlasst ihr wieder den Tagunitor-Tempel und habt eure Werke verrichtet. Der Rabe auf dem gegenüberliegenden Gebäude betrachtet euch, als ihr euch wieder in die Schatten zurückzieht.
Gut. Jetzt müssen wir abwarten. Zurück. Ich kehre zurück. Und könnt irgendwie erstmal Bücher abladen. Und erzählt. Mora macht die Tasche auf und lässt einen ganzen Stapel dieser Bücher auf den Tisch krachen. Es hat geklappt. Ja. Die Statue steht nicht mehr. Und das Becken ist auch, Opferbecken ist auch umgekippt. Sei Dank. Naja. Einzige Sache ist, was mich ein wenig beunruhigt, ist der Rabe auf dem anderen Dach, aber... Er hat schon alles gesehen, was wir hier getan haben. Ja, naja. Ich meine, das bringt Fenja, nichts, darüber nachzudenken. Fenja kam ganz gut mit ihm klar. Sie hat ihn, glaube ich, sogar versucht zu füttern damals. Also... Und wir sind so einer Mordanklage entgangen. Rabe auf unserer Seite. Hat Mora auch das ledrige Buch auf den Tisch fallen lassen? Nein, noch nicht. Okay. Das würde sie jetzt, sie würde sich an den Tisch setzen und das vorsichtig aus ihrer Tasche ziehen. Es vor sich legen, aber die Hand noch darauf lassen. Nimmt Astanio keine Notiz vor und der blättert schon in den anderen Büchern. Ob er irgendetwas Interessantes findet über Dämonen, die auf einen Interesse zeigen. Das erste Buch, was du findest, ist in eine Abschrift und eher ein loses Zettelwerk, wahrscheinlich nicht mal ganz komplett. Einige rausgerissene Seiten, aber es ist eine Abschrift von Borbarats Testament. Astanio grummelt, liest die ersten paar Zeilen und legt es dann beiseite. Aber die ersten paar Seiten befassen sich mit der Thesis eines Zaubers, der dir bekannt vorkommt. Dann stockt Astanio und nimmt das Buch wieder vor sich. Und liest weiter. Ist die Thesis, des eigenen Ängste quälen dich. Und Astanio wird bleich, nimmt einen Schluck Tee und legt es wieder beiseite. Und überlegt sich, woher kannte ich überhaupt? Astanio, alles in Ordnung? Was hast du gelesen? Borbarats Testament. Was? Schriftstück von Borbarat, wo er seine Lehren aufgibt. Das da, dieses Buch? Ja, ist nicht gerade schön zu lesen. Aber nur eine Abschrift, wahrscheinlich nicht mal vollständig. Das ist ein ziemlich normal verfasstes Thesisbuch. Leandre greift es, schaut es sich an. Mit einer Mischung aus Faszination und Ekel im Blick. Es beschreibt hauptsächlich, dass es irgendwie jedem Menschen innewohnt, die astralen Kräfte zu nutzen, egal ob sie dafür begabt sind oder nicht. Und dass sich der Mensch das nur nehmen muss. Die Götter ist den Menschen verwehrt, besonders Praios, der es den Menschen verwehrt hat, Mardas Gabe zu nutzen. Aber jeder kann es, wenn er es nur richtig übt. Und dann werden Wege beschrieben, wie man bestimmte Zauber verwenden kann. Auf bestimmte Art und Weise, die ganz einfach nutzbar sind, eben auch für Menschen, die nicht magisch begabt. Ich überfliege nur kurz. Die erste These ist ein Zauber und er macht, dass die eigenen inneren versteckten Ängste hochbrechen. Ich wollte es nur kurz überfliegen, aber als ich das lese, hatte ich inne. Lest den Zauber genauer. Versteh es wahrscheinlich nicht, aber ein unwohliges Gefühl macht sich in mir breit. Dann werfe ich das Buch von mir weg. Egal.
So, was nun? Was sind das für andere Sachen? Ich habe da etwas gefunden, das hatte sie unter ihrer Matratze. Ich hatte so ein Gefühl, dass sie Dinge versteckt. Und sie deutet mit dem Fingernagel, tippt sie jetzt auf den Einband des Buchs, was vor ihr liegt. Das ist gut. Dann wird es ihr wichtig sein. Und Mora schlägt es tatsächlich in dem Moment langsam auf. Gibt es überhaupt einen Titel? Oder sind es private Notizen? Es gibt draußen keinen Titel abgebildet, nee. Und auf den ersten Seiten? Die Seiten sind mit roten Buchstaben geziert. Mora versucht, ein paar Zeilen zu lesen. Zu überfliegen, zu begreifen, was das ist. Es wird ein Ritual beschrieben. Wenn du es kurz überfliegst. Viel davon verstehen. Gibt es ein paar Schlagwörter oder irgendetwas, Abbildungen, die ihr irgendwie besonders in Erinnerung treten, oder ist es für sie Kauderwelsch? Ja, es sind halt magische Thesen, aber die werden dir nicht sonderlich viel sagen. Auch die Durchführungssachen des Rituals wird dir nicht sonderlich viel sagen. Allerdings sind so ein paar normale beschreibende Sachen darin irgendwie aufgeführt. Zum Beispiel, dass es unmöglich ist, dieses Buch abzuschreiben. Wird auf den ersten Seiten erklärt. Mora versteht nicht viel von Magie, aber sie versteht etwas von Dingen. Und ihr ist erstmal egal, was in diesem Buch steht, sondern sie will wissen, was dieses Buch ist. Und sie nimmt es tatsächlich nahe an ihr Gesicht und reibt nochmal mit den Fingerspitzen über dem Einband. Betrachtet die Lettern ganz genau. Fein säuberlich sind sie, sehr gerade darauf geschrieben worden. Und diese dunkle Tinte. Und sie riecht tatsächlich in dem Moment an dem Buch. Das riecht nach ledrigem. Ja, es riecht nach Leder. Ist es Tinte oder ist es Blut? Es ist keine Tinte. Und dann schlägt sie das Buch tatsächlich zu. Und sagt, schiebt es Astania zu. Den Inhalt wirst du sicherlich besser verstehen als ich. Aber es ist in Blut geschrieben. Und das Leder, naja, ich habe Vermutungen. Astanio blickt erst jetzt auf. Er hat sich gar nicht darum geschert, was Mora da hatte. Er ging von Schmuck aus oder sonst irgendetwas und hat alle anderen Bücher weiter durchwälzt, findet aber gerade nichts Praktisches. Du findest noch das Tractatus Daimonicus. Ein Kompendium, das sich mit Dämonen und daimonoiden Wesenheiten befasst. Ein Fachbuch. Dann findest du das Buch Metaspekulative Dämonologie, verfasst von Borberat selbst. Die ersten Zeilen weisen darauf hin, oder sind ganz reißerische Beschreibungen und Verspottungen von Rohal den Weisen. Und behandeln das. In diesem Buch wird behandelt, was Rohal im System der Magie den Magiergilden bewusst verschwiegen hat. Astanio wird sich dann in dem Fall das Kompendium geschnappt haben und da versuchen, innerhalb eines Inhaltsverzeichnisses irgendetwas von Interesse, Dämonen, schwarzen Punkten auf Stirnen. Ja, da gibt es ganz viele Beschreibungen über Dämonen. Dass die in Sphären aufgeteilt sind, dass sie gibt niedere und höhere Dämonen, dass man sie anhand der Hörner in der Mächtigkeit Abstufungen einteilen kann. Dass sie alle wahren Namen besitzen, die helfen, Dämonen zu beschwören oder auszutreiben. Astanio pfeift an der Stelle mal ordentlich durch die Zähne. Was hast du gefunden? Wie viele Hörner hatte der Dämon im Wald noch einmal? 4? Ach du Scheiße. Was? Wieso? Je mehr Hörner, desto stärker der Dämon. Oh,
Und wie viele, wie hoch, wie viele Stufen gibt's da? Frage leite ich gerne an den Spielleiter weiter. Die Skala ist theoretisch von nach oben offen. So, hier steht keine Kappungsgrenze. Also du kannst theoretischerweise einen Dämon mit 100 Turnern beschwören. Ob du das überlebst, ist die andere Frage. Ja. Findet ist etwas sprachlos. Findet Astanio noch irgendetwas, was ihm weiterhilft in seiner speziellen Sache? Ja, du findest halt irgendwie, dass Dämonen sich auch gern mal einen Wirt suchen. Also einige Dämonen können in der dritten Sphäre überhaupt nicht überleben ohne einen Wirt. Also Besessenheit, einige Sachen findest du darüber. Allerdings ist das wirklich nur ein ziemlich, ja, ein oberflächliches Ding. Das geht nicht wirklich ins Detail. Und natürlich findest du und irgendwann auch irgendwie so eine, also Randbemerkung, dass Dämonen sich manchmal Menschen suchen und eine Verbindung zu denen pflegen, aus irgendwelchen unverständlichen Gründen und dann langsam darauf hinarbeiten, von denen Besitz zu ergreifen. Aber auch wenn es vorher noch nicht, also wenn das auch irgendwie kein Pakt oder sowas ist, aber irgendetwas haben, wenn manchmal suchen sich Dämonen gezielt Menschen aus, um mit denen halt besondere Dinge zu tun. Entweder diese besessen zu machen, ihnen einen Pakt aufzuzwingen, sie zu quälen, oder sonst irgendwelche Dienste aus ihnen herauszuquetschen oder so. Und diese Sachen kann man mit einem gezielten Blick sehen. Diese Verbindung. Astania wird kreidebleich um die Nase. Lena, die ihn beobachtet hat, zieht auch die Luft ein und sagt aber nichts. Sie ist halt auch irgendwie. Dann klappt Astania das Buch zu, schiebt es beiseite und schaut verklärt auf das Buch, was Mora ihm hingeschoben hat. Und wenn es mich nicht ganz täuscht, ist das Menschenhaut. Die Vermutung habe ich auch. Es ist zu glatt. Kann Astanio die magische Zaubererschrift Zayat lesen? Ja, musst du mir sagen, du spielst den Charakter. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ja. Ja, dann wirst du tatsächlich einen Namen auf dem Buch lesen können. Also Mora konnte keinen sehen, aber Astanio sieht dann einen. Okay. Da steht das schwarze Buch Targun. Was ist? Astanio reibt sich über den Kopf. Und jetzt schaut er wirklich selber aus wie ein Untoter, der gerade durch die Gossen schlürft. Was ist? Das schwarze Buch Targun. Was heißt das? Das klingt nicht gut. Ich würde sagen, wir haben etwas wie eine heilige Schrift Targuni-Gott gefunden. Ja. Ich glaube, er wird übel. Zu seinem Schwert. Eine heilige Schrift. So würden die das betiteln, richtig, ja. Ist das Ding gefährlich? Ich weiß es nicht. Was ist nicht gefährlich? Dann lass es uns zerstören. Jetzt hat er plötzlich sein Schwert in der Hand. Astralio gibt dir ihm bereitwillig das Buch in die Arme. Ich nehm's. Jandrik. Mach was damit, was du willst. Bevor du es zerstörst. Astralio, du sagst, du kannst das lesen? Nun, es ist in Zayat geschrieben. Das ist eine Zauberersprache, in der Tat. Also nicht alles Mora. Ist in Zayat geschrieben. Also es gibt auch normale Schriftzeichen, aber es sind immer mal wieder zwischendurch Zayat-Zeichen, die halt nur Zauberer, die der Sprache mächtig sind, lesen. Mora,
Du willst doch jetzt nicht allen Ernstes, dass er das da liest. Es könnte etwas beinhalten, was uns vielleicht weiterhelfen könnte. Es könnte auch einen Fluch beinhalten, der mich zu irgendwelchen Sachen treibt. Gut, von Magie verstehe ich nichts. Ich verstehe nur etwas davon, dass Bücher teuer sind und wertvoll. Und ich verstehe etwas davon, dass solches unheiliges Zeug unglaublich gefährlich ist und dass wir es nicht länger hier lassen sollten, als nur irgendwie möglich. Dieser Mann da ist in der Lage, verrückte Sachen zu machen, ohne dieses Hexenbuch zu lesen. Was passiert dann erst, wenn er es liest? Dämonenbuch, bitte. Was auch immer. Gut, dann zerstören wir es. Kann ich es einfach? Oder mit dem Schwert an? Ich weiß es nicht. Ich bin tatsächlich aber auch dafür, dass du mal einen Blick rein riskierst, Astanio. Ich meine, bezüglich der Sache mit den Kindern und was wir da so gehört haben. Wer weiß, was da alles an drin steht. Unter einer Bedingung. Für den Fall, dass ich irgendwelche Faxen anfange zu machen, denn solche Flüche sind tatsächlich nicht unbedingt selten bei meinen Kollegen auf der schwarzen Seite, hätte ich gerne, dass ihr mich so fixiert, dass ich vielleicht innerhalb einer Sekunde geköpft werden könnte. Moral, du musst es auch nicht lesen, Astanio. Wenn du nicht willst. So wie ich das verstehe, ist das anscheinend ja wirklich sehr gefährlich, sich solchen Dingen zu widmen. Du hast auf jeden Fall recht, es könnte uns hilfreiche Informationen geben, aber ich möchte nicht sagen, dass es nicht ungefährlich ist. Wir wissen nicht. Der möchte, dass wir mehr Informationen haben, aber das hier halte ich entschieden für zu gefährlich. Zumindest für uns. Und wir brauchen Astanio noch bei halbwegs klarem Verstand. Ja. Ich würde es gleich ins Feuer werfen. Ich würde es gar nicht mit dem Schwert malträtieren. Dann bitte. Und Mora nimmt den Kessel von der Feuerstelle weg und gibt so den Weg frei. Dann nimmt Astalio Jan Rick das Buch ab, hält das über die Flammen und sagt, letzte Chance. Tu es. Schaut auf Jan Rick. Tu es. Und lässt los. Das Buch fängt sofort Feuer und kokelt dann vor sich im Feuer dahin und verbrennt. Es riecht nach... Boah. Ja. Es war Menschenhaut. Es war definitiv Menschenhaut. Mhm. Lena geht vor die Tür. Astanio auch. Astanio ist auch klar, dass eigentlich jedes Buch, was Mora mitgenommen hat, vielleicht mit Ausnahme vom Kodex, vom Geheimnisse des Lebens, eigentlich verbotenes Wissen beinhaltet. Das wird Astanio aber sich hüten, Jandrik zu sagen. Naja, nachdem Jandrik auch in Barbaras Testament gelesen hat. Ja, Jandrik blickt auch auf diese Bücher. Ist durchaus zwiegespalten, was das alles angeht. Information. Information ist die tödlichste Waffe überhaupt. Da hat Mora recht, aber manche Informationen können einen selbst gefährlicher werden, als sie nützen. Und in den Händen dieses alten, verrückten Mannes? Aber er sagt nichts. Zieht sich in eine Ecke zurück, brütet vor sich hin. Wartet. Vor der Tür stellt sich Astanio neben Elena. Was hast du in dem ersten Buch gelesen? Frag die Elena dann leise. Nun, im Grunde ist es dieselbe Information, die wir
schon von der Alten bekommen haben. Aber es gab eine kleine Randnotiz, die mich... Nun, wenn ein Dämon Interesse an dir zeigt, wird er versuchen, dich in einen Pakt zu treiben, dich gefügig zu machen, dich zu irgendwelchen Untaten zu bringen. Und das Untaten zu bringen spricht das dann nur so deutlich aus, mit einer Gewichtung, die dir auffallen könnte. Das war aber nicht das erste Buch, das du gelesen hast, oder? Das war das zweite. Also was stand im ersten Buch? Wieder deine Stimme. Das hat mir gerade nicht gefallen. Was stand in dem, das war Barbaras Testament. Das war das erste Buch, was du gelesen hast. Raus mit der Sprache. Naja, es sind nicht gerade schöne Sachen, die Barbara da beschreibt. Es ist, wendet sich komplett gegen jegliche Sache, die ich mir beigebracht worden ist. So, eigentlich ist es doch ganz cool. Jeder kann zaubern. Ich komme nicht ganz umhin darum, dass ich die These nicht zu 100% ablehnen würde. Mhm. Aber im Grunde ist das, was Barbara schreibt, Ketzerei. Aber nicht deswegen bist du bleich geworden, oder? Wüsste nicht, weswegen, warum sonst? Nastanja verdreht die Augen. Du hast einen Zauber gewirkt. Ja, ich habe dich einen Zauber wirken sehen an dem Abend, als deine Augen blind geworden sind. Aber der hätte nicht gereicht, um deine Augen blind zu machen. Das heißt, du musst vorher nochmal gezaubert haben. Oder schon mal gezaubert haben. Gegen wen? Nastanja. In Daga gab es keinen Grund, einen Zauber zu wirken, der dafür sorgt, dass noch dem zweiten denk der doch blind mal ist. Denk doch mal nach, Elena. Was hast du Jandrik angetan? Außer ihn stellen zu wollen und ihm eine Lektion erteilen zu wollen. Sie dreht sich zu dir und schaut dich echt jetzt mit einer ernsten Miene an. Sehr fordernd. Es war mehr eine Eingebung. Wusste nicht ganz, was ich tat. Wenn ich so recht überlege, weiß ich auch nicht ganz, woher ich diesen Zauber kenne. Er nennt sich eigene Ängste. Sagt mir jetzt gerade nichts, aber... Er führt dazu, dass die größten Ängste deines Opfers verstärkt werden... Und das Opfer in Panik gerät. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, wenn ich ehrlich sein soll. Und als ich diese Zeilen gelesen habe und dass das in den Zeilen im Barbarats Testament steht, macht mich stutzig. In Kombination, Nastanja reibt sich die Stirn. Mhm. Ja. Du sollst vorsichtiger sein. Naja, das Mal war danach da. Ja. Tja, du hast da jemandem Aufmerksamkeit mit deiner Zauber auf dich gezogen. Ich glaube nicht, dass es an dem Zauber lag. Ich glaube eher, der Zauber war schon eine Durchführung. Ja, da bist du der Experte. Ich bin kein Experte in Dämonologie, sicher nicht. Aber wir können gerne Tagoni fragen, die wird sich damit auskennen.
Rotair. Oder Rotair. Eher als Targun, ja. Oder Sulman ein wenig, der wird es garantiert wissen. Das würde in dem Fall bedeuten, dass ich nicht total schuldig an der ganzen Sache bin. Ich würde aber auch nicht sagen, dass ich unschuldig bin. Tja, haben wir eine Sache mehr gemeinsam. Und jemand hat uns für irgendetwas benutzt. Tja. Frage ist, welcher Dämon es ist. Ja, wir können es Jandrik aber jetzt auch noch nicht sagen. Finesse, ja. Ich würde jetzt, und Asanio lächelt leicht, ich würde sagen, eine große Gemeinsamkeit haben wir beide auf jeden Fall. Und das ist jetzt nicht gerade bedachtes Denken, sondern eher impulsives Handeln. Du und Jandrik. Das impulsive Handeln? Ja, ja. Ich sagte doch, er könnte da so sein, wenn es nicht besser, wenn es, er und du es wahrscheinlich besser wüssten. Und Astanio schaut dich ein wenig verletzt an, wie ich es in der Hütte gesagt habe. Den Sohn, den ich niemals hatte. Und damit dreht sich Astanio auf dem Absatz um und geht wieder in die Tür hinein. Dort stößt er fast mit Mora zusammen, die gerade rausgeht. Oh. Und das Daniel schiebt sich an dir vorbei. Sie beobachtet seine Miene. Ihr Blick schweift dann zu Elena und sagt aber nichts. Elena hat das Gesicht etwas verzogen. Seufzt dann aber und setzt sich dann auf eine der Treppenstufen. Atmet nochmal durch. Mora stellt sich neben Elena, blickt aber zum Dorf. Meinst du, es wäre nicht ein wenig wert zu beobachten, wie dieses Pulverfass hochgeht? Oh ja, das würde ich gerne sehen. Warum tun wir es nicht? Oh, nein. Lass uns aber ich meine, wie sich die beiden die Augen auskratzen. Sollten wir dennoch den anderen kurz Bescheid geben. Mach das doch, bitte. Du merkst, dass sich Lena sich auch so ein bisschen versteift beim Reingehen irgendwie. Geht sie rein. Hey, ich wollte mit Mora nochmal eine Runde ums im Dorf schauen, wie es da, was da läuft. Das ist eine gute Idee. Wir müssen wissen, was passiert. Aber nicht zu viele von uns. Ja, ich sag, du und Mora? Ja. Gut. Schlagt euch bitte nicht die Köpfe ein. Ja, Dirk, schaut dich an. Ich habe hier einen Auftrag und den erfülle ich. Nicht mehr, nicht weniger. Gut, wir sehen uns. Lena greift sich noch den Mantel, ihren Umhang und tritt dann wieder vor die Tür. Komm, schnell jetzt. Und Mora huscht vor. Elena geht, huscht dann hinterher. Auch geduckt. Wollten die anderen nicht mitkommen? Nein, Jandrik hielt es für gut, denn wir nur wenige sind, die hier uns umschauen gehen. Es würde mich nicht wundern, wenn das eine Lüge war. Das stimmt wohl. Es ist vielleicht besser, wenn er nicht gerade mit Oskar und Jandrik,
Finjandrik nicht mit Osko, speziell nicht mit Astani in einem Raum ist. Zwischen beiden herrscht ganz schön dicke Luft. Ich denke, er wird es sich nicht entgehen lassen, sich das Spiel anzugucken. Oh ja. Und vielleicht sollten wir deswegen nicht nur ein Auge auf die beiden Frauen haben, sondern auch gucken, ob wir Jandrik irgendwo sehen und ihn daran hindern, irgendeine von den beiden einen Kopf kürzer zu machen. Das kann jemand anderes tun. Wir sind quasi das Abfangkommando für den Fall der Fälle. Ja, im Idealfall legt eine die andere. Richtig. Und wir machen uns nicht die Finger schmutzig. So macht man das. Ach ja. Schauen wir, was passiert. Wenn ihr euch auf die Lauer legt, kurz vor dem Marktplatz, vor dem Tempel, werdet ihr tatsächlich ein Handgemenge wahrnehmen können. Ihr hört das Geklirr von Waffen, die aufeinander prallen. Scheint eine handfeste Auseinandersetzung stattzufinden. Oh, wir haben den Anfang verpasst. Schade. Naja. Hier, duck dich. Mhm. Von hier aus. Und Mora versucht tatsächlich, sie weiß, dass sich die Tochter von Elena, als der Händler getötet wurde, auf den Dächern versteckt hatte und dort stundenlang unerkannt und ungesehen war. Und sie lässt den Blick schweifen, ob sie dieses Gebäude sieht, ob es noch steht. Ja. Und dann versucht sie, mit Elena zusammen einen Weg zu finden. Auch auf dieses Dach. Oh, das ist eine gute Idee. Komm, hier hoch. Ja. Die Brüstung müsste hoch genug sein, dass auch du dich dahinter ducken kannst. Selbst mit Rüstung. Aber leise und langsam. Natürlich. Ja, und die beiden klettern hoch. Ihr könnt euch da verstecken. Allerdings wird oben auf dem Dach, auf dem Sims der Rabe sitzen und nach unten schauen. Als Mora das sieht, erstarrt sie einen kurzen Moment. Wartet, ob das Tier laut krächzt. Nein, es schaut nur nach unten auf das Schauspiel. Nähert sich Mora. Quasi fast neben diesem Tier positioniert sie sich. Vielleicht auch nur ein, zwei Armlänge davon entfernt. Und wendet dann den Blick langsam von dem Raben auf das Geschehen unten auf dem Marktplatz. Da ist ein handfester Kampf, der entbrannt ist. Einige Gestalten sind auch schon zu Boden gegangen. Du kannst auch unter anderem auch den dicken Tucher erkennen, der sich versucht, an der Wand des Tempels mit seinem großen Degen gegen ein paar Angreifer zu verteidigen. Das Hauptaugenmerk allerdings liegt auf einem merkwürdigen Kampf zwischen den beiden Frauen. Wobei das relativ einseitig zu sein scheint, denn die gute Garere steht schon mit quasi runtergelassenen Hosen da, denn ihr Kaftan, den sie anhat, brennt. Und die Rutter hier scheint noch nicht sonderlich viel hat einstecken müssen. Immer wieder entstehen schwarze Feuerbälle zwischen ihren Händen, die sie auf Garere niederregnen lässt. Und sie zurücktreibt. Herr Mora beobachtet das erst und aufgeregt blickt sie Elena an. Und dann wieder auf das Treiben dort unten. Wird irgendwas gesprochen oder ist es mitten im Kampf? Die kämpfen. Während die Truppen von Garere die Überhand haben, als Garere selber halt die das Nachsehen, klappt jetzt auch an der Hauswand zusammen und geht auf die Knie. Ja, Elena ist. Mutter hier geht in die Nähe, tritt auf sie zu.
Und wenn niemand sonst interveniert, greift sie den brennenden Kopf der Untotagunitot-Priesterin und dreht den einmal auf 180. Lena zieht oben, schafft die Luft ein. Sie hat sich tatsächlich von Mora auf die andere Seite des Rabens begeben. Schaut jetzt zu Mora und nickt. Hört ein bisschen. Lena schaut zum Raben. Und in deinem Sinne? Ich glaube, wir sollten die anderen benachrichtigen, flüstert Mora zu Elena. Mhm. Ja, lass uns gehen. In dem Moment fliegt ein weiterer Feuerball mitten unter die Kämpfer Gareris, die dann in teilweise Feuer fangen, also schwarzes Feuer fangen und dann in verschiedene Richtungen davon schieben. Viele Dörfler sind gefallen. Es liegen vielleicht jetzt 6, 7, 8, vielleicht auch mehr Leute tot auf dem Boden. Oder reglos auf dem Boden. Mora blickt umher. Sieht sie Jandrik irgendwo? Nein, glaube ich nicht. Sei denn, es wäre möglich, Jandrik zu erblicken, aber ich denke, der ist so gut im Verstecken, dass er das nicht zulässt. Oder korrigiere mich gerne. Ja, also Jandrik weiß nicht, ob er schon da ist, aber selbstverständlich, nachdem die zwei Damen weggegangen sind, ist er raus, um die Latrine aufzusuchen und hat sich dann selbst in die Richtung begeben, wo er wegen wo in den Schatten das Ganze beobachtet, aber er tut auch nichts. Er wartet. Ja, dann wirst du den letzten Einschlag des letzten schwarzen Feuerballs unter die etwas besser gerüsteten Stadtwachen sehen. Einige gehen in Flammen auf, zwei von denen laufen dann in Flammen an dir vorbei. Einer kommt quasi kurz vor deinem Versteck zum Liegen, fällt in den Schnee und bleibt reglos liegen, während der andere noch weiterläuft und sich versucht, in den dicken, tieferen Schnee zu schmeißen, um die Flammen zu löschen, die allerdings weiter brennen. Sieht es so aus, als ob Rother aus dieser Sache unbeschadet herauskommt? Rother sieht total es scheint ein paar Wunden zu haben, die allerdings kein Blut werfen, also ein paar Stichwunden. Also so sieht man zumindest am Gewand ein paar Risse. Aber verdammte Untote. Sollte sie mir nah genug kommen, dann werde ich handeln, aber sonst warte ich erst. Ich denke, dass du dich in der Gasse hältst und Rother steht ja auf den Stufen des Tempels, das ist etwas weiter weg. Also wenn es keinen klaren Angriffspunkt gibt, dann beobachte ich die Situation. Also im Prinzip passiert genau das, was wir uns erwünscht haben. Also von daher gibt es erstmal keinen Grund einzugreifen. Halt aber auch so ein bisschen Ausschau nach Mora, ob ich sie irgendwo sehe. Ich würde auch Mora genauso wie dir zugestehen, dass du sie nicht erkennen kannst. Anderes habe ich auch nicht erwartet, aber Andrik schaut trotzdem und lächelt dabei, versonnen. Ja, dann legt sich die ganze Stimmung ein bisschen auf dem Marktplatz, während einige der Leute, die Garere gefolgt sind, sich entweder ergeben oder weglaufen oder tot sind. Stellen die restlichen Rotair-Anhänger diejenigen, die sich ergeben haben, quasi an die Tempelwand. Ich zähle durch. Wie viele Kampffähige stehen hier jetzt noch? Auf der Seite Gareris sind es noch 8. Und an der Wand stehen 3. Jandrik wartet weiter. Schaut, was passiert. Ja,
Ihr drei könnt vernehmen, wie Rutair den Dreien anbietet, die Seiten zu wechseln und Gnade walten zu lassen. Und dann müssten sie allerdings das ist die erste Option. Die zweite Option ist, für immer das Dorf zu verlassen. Oder das dritte ist, sich für immer auf die Seite Gareris zu schlagen. Also sie betont es nicht auf Seiten Gareris, sondern auf Seiten Tagunitots zu schlagen. Wenn ihr nur für Tagunitots sterben wollt, dann bleibt hier stehen. Ansonsten trittet einen Schritt vor oder lauft. Alle drei schlagen sich auf die Seite Tagunitots. Dann tritt der dicke Tucher vor und sagt, dann soll es wohl so sein. Nimmt seinen Degen und tötet alle drei. Wie weit ist der entfernt? Von euch? 10 Schritt, 20 Schritt. Schwer einzuschätzen. Ist ein bisschen schräg. Mora tut nichts, aber bald die Fäuste. Und wartet, hält sich weiter bedeckt. Hotel meint dann, räumt hier auf. Und Tucher meint dann, können wir das nicht die Zombies erledigen lassen? Und erst jetzt fällt auf, dass einige der Kämpfer auf Rotaries Seite ein bisschen ungelenkt laufen. Alle helfen, Tucher. Alle. Und sie schultert ihnen die erste Leiche. Das ist Rotair, flüstert Elena. Also Mora. Glaub mir, wenn ich diesen Tucher in die Finger bekomme, dann steht er kein zweites Mal mehr auf. Besser ist das. Was macht Rotair? Ja, die eine hat einen von den Leichen geschultert und geht mit denen jetzt Richtung Tagunitots Anger und ehemalige, also an Friedhof. Ne? Hendrik folgt ihr, wartet immer noch auf einen guten Moment. Ja, du folgst denen, Tucher irgendwie ist an ihrer Seite, zieht so eine kleinere Leiche hinter sich her. Echt's dabei, meint dann, können wir die nicht einfach wiederbeleben und dass sie selber laufen? Ist ja fürchterlich. Sie haben ihr Schicksal gewählt, Tucher. Wenn sie in den Händen Tagunitots bleiben wollen, dann bleiben sie dort und sie kommen nicht hierher zurück. Ich meine ja nur, damit es für uns einfacher wird. Ihr habt das schon verstanden. Läuft sie da drüben auf, wir verbrennen sie. Mora wirft einen fragenden Blick zu Elena. Was? Warum? Schüttelt dann nur mit dem Kopf. Elena kommt auch zu Mora dann rüber. Das ist Tagunia, man muss sie nicht verstehen, aber sie hat ihre Prinzipien. Auch wenn sie eben Tagunitot anbetet. Merkwürdig. Wer tot sein. Wer sterben will, bleibt tot. Mora schüttelt nur mit dem Kopf. Ich habe sie auch nicht verstanden, aber. Anwesenden nicht aus dem Blick. Und besonders jetzt Tucher. Ja, der ist von eurer Seite aus irgendwie aus dem Blickwinkel gelaufen, weil Jandrik ist ja hinter den Tempel gefolgt. Und kann jetzt ein weiteres Gespräch noch irgendwie von sich nehmen. Und Rotaya meint dann, und so beginnt eine neue Zeitrechnung. Mein Meister wird sehr erfreut sein, was es hier passiert ist. Wollen wir zurück zu den anderen? Und Mora nickt nur und macht sich dann schnell auf den Weg zurück. Die Zeit der Knechtschaft ist vorbei, Pucher.
Schauen wir mal. Es ist er, Elena, es ist er. Was meinst du jetzt? Er war schon hier. Er war schon hier. Der Seelensammler. Der Rabe krächzt, breitet dann die Schwingen auf und fliegt los. Elena, er war schon hier. Vor 2 Tagen hat Jandrik ihn gesehen. Tja. Wir müssen jetzt handeln. Dann willst du jetzt Rothair einen Kopf kürzer machen? Dann lass uns gehen. Sie ist hinterm Tempel verschwunden, nicht? Auf den Anger. Ich hol die anderen. Ich hol die anderen, schnell. Ich warte hier im Haus. Und Mora klettert herab. Elena und folgt. Und versucht tatsächlich ziemlich schnell wieder zum Haus von Astanio zu gelangen. Währenddessen wartet Jandrik auf seine Chance. Ist sie alleine an irgendeinem Punkt? Ist dieser widerliche Mann irgendwann nicht mehr da? Vielleicht schleppt er eine Leiche. Tuva bleibt an ihrer Seite. Dann ist Jandrik erstmal geduldig, weiter versteckt, im Verborgenen, bereit zuzuschlagen, wann immer es geht. Er hat seine Entscheidung längst getroffen. Er muss nicht mehr reden, er muss nicht mehr überlegen. Hier gibt es keine Wahl, hier gibt es nur eine Sache, die zu tun ist. Koste es, was es wolle. Die Helfer von Ota, ihr Haufen, machen einen Leichenhaufen und zünden das Ganze an. Und tatsächlich werden die dann irgendwann auch gehen. Oder wanken. Einige wanken, andere gehen. Und Rotaer bleibt mit Tucher im Feuerschein stehen. In dem Moment setzt sich der Rabe auf einen Grabstein neben Jandrik und krächzt. Ich bleib verborgen, rühr mich nicht. Wie reagiert sie auf dieses Krächzen? Gar nicht. Schau nach dem Weg, eine Route. Wie viele Schritte, wie viele Grabsteine kann ich in Verborgenen bleiben und dann im richtigen Moment zuschlagen? Ich rechne es mir genau aus, bereite mich vor. Dort, dieser Stein dort. Dort muss ich hin, dann wieder in die Hocke, dann noch zu dem dort drüben. Und dann springe ich los. So soll es sein. Ich warte aber noch einen Moment. Dann ist er halt dabei, der fette Mann. Und dann greife ich an. Jandrik schießt vor, in den Schatten der Grabsteine, ungesehen, im Rücken der beiden Gestalten von Rotaer und Tucher. Schießt auf Rotaer los. Was genau machst du? Wie erklärt, hinter dem Grabstein, hinter dem letzten, der mir noch Deckung gibt, springe ich hervor, das Schwert schon in der Hand, noch 2 schnelle Schritte nach vorne, den Hals in die Kehle. Wenn ich eins verstanden habe, dann muss dieser verdammte Kopf ab. Ja. Du treibst dein Schwert tief in den Hals von Rotaer von hinten in den Nacken und es gibt ein knirschendes Geräusch. Und dann das Schwert ziehen. Auf den dicken Mann achte ich überhaupt nicht. Der ist mir jetzt egal. Der Kopf muss ab. Ja, mit einer großen und straffen Bewegung soll dir das gelingen. Und der Kopf fliegt ein paar Meter weit, bleibt kurz vor dem Feuer liegen. Dann drehe ich mich um zu Tucher. Der guckt so. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich hab mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich schaue ihn an. Komm her. Hast du Waffen? Ja, hier, kannst du haben. Lass fallen.
auf die Knie. Das ist der Fall. Bitte töte mich nicht, ich kann doch nichts dafür. Sei still. Geh zu ihm. Pack seine Hände auf den Rücken. Wenn du anständig bist, töte ich dich nicht. Ich töte nur, wenn ich wirklich muss. Der anständigste Mensch auf Erden. Halt die Backen. Dann packe ich ihn und ziehe ihn in die Schatten. Wenn du Geld willst, ich hab Geld. Sei ruhig oder ich knebel dich. Ich ziehe ihn mit mir, aber noch einmal schaue ich zu der geköpften Frau. Rührt sie sich wirklich nicht? Der Körper steht noch. Dann bleib. Darauf hatte ich nicht geachtet, das habe ich gar nicht gesehen. Ich bleib wie verdüttert. Ich lasse diesen Tucher einfach los, achte nicht mehr auf ihn und schaue den stehenden Körper an. Der Arm schießt vor und greift Jandrik an der Kehle. Was? Wie? Ich versuche, mich loszureißen. Wie ein Schraubstock legt sich die Hand um den Hals. Mein Schwert rammt in sie rein. Trifft in ihren Leib. Stirb! Tief gräbst du die Klinge mehrmals in den Körper. Bleibt stehen. Der Griff nur noch härter. Ich verflucht das Dämonenwerk! Bei Bohren, stirb! Will mich losreißen, aber die Luft wird knapper und ich. Was? Nochmal bist greifst du? Nochmal das Schwert in den. Nochmal gegen den Arm. Jake schlägst einen dicken Teil des Arms. Kack, versuch ihn abzutrennen! Die Klinge bleibt aber links am Knochen hängen. Und dann verlassen dich die ersten Kräfte. Das Schwert wird unglaublich schwer. Und dein Atem ganz lacht und lang. Du, ich. Ich frage mich gerade, wie viel Elena davon mitkriegt, wenn sie quasi auf der anderen Straßenseite am Haus steht. Sie ist ja hinter der. Auf der anderen, ja, ja. Wahrscheinlich eher nicht. Ja. Aber Mora war ja zurückgekehrt ganz schnell und war zu Osko und Astanio gelaufen. Ja. Osko steht bereits am Fenster. Astanio. Und du siehst sie rennen. Relativ offen rennt sie jetzt auf euch zu, auf das Haus. Und außer Atem kracht sie quasi mit der Tür ins Haus. Was passiert? Die Guerrere. Tot. Die kämpfen, aber wir müssen zurück, schnell. Gut. Kommt. Und sie blickt sich um und es wundert sie nicht, dass sie Jandrik nicht sieht. Verdammt, bei den Zwölfen! Und sie schlägt einen Haken und wartet gar nicht auf die anderen und rennt. Osko folgt ihr. Astanio hat vor Schreck, als Mora in die Tür reingerannt ist, das Buch, über dem er gerade geschmökert hat, nach hinten geworfen, flucht einmal leise und rappelt sich auf und humpelt den anderen beiden hinterher. Astanio hat gerade von einer sagenumwobenen dämonischen Gestalt gelesen, aus der Domäne des Blackharats, des Gegenspielers des Praios. Sein Name, der unbarmherzige Verfolger, die rechte Hand, Bal Iriat, ein Dämon aus der siebten Sphäre. Gekommen, um Herzen zu quälen, jegliches Vertrauen in Gerechtigkeit zu zerstören, Ordnung und Milde zu zerstören und zertrümmern. Astanio hat ein ganz schlechtes Gefühl, nachdem er diese Zeilen gelesen hat. Er kann gerade nicht darüber nachdenken, er wird woanders gebraucht. Und so lauft ihr drei Richtung Friedhof. Und euer erster Eindruck, Jandriks Aktion hat ja eine ganze Zeit lang gebraucht. Er hat ja erstmal abgewartet auf einen richtigen Moment und dann der Kampf hat auch noch etwas gedauert. Ihr erscheint auf dem Friedhof in dem Moment, als Jandriks letzte Kraft ihn verlässt und er keine Luft mehr bekommt, das Schwert fallen lässt, auch ein bisschen herumzappelt und die kopflose Gestalt vor dem Feuer
ihn mit einem ausgestreckten Arm über dem Boden hält. Zappelt Jandrik noch ein bisschen, versucht sich noch zu wehren, tritt um sich, schlägt, versucht zu schlagen, aber die Bewegungen sind schlaff. Jandrik! Und das Tadio Kiefersperre. Als Astanio diese Szenerie sieht, dann fängt er an zu schreien. Nein! Und Mora stürmt auf die Frau los. Astanio hinterher. Jener würde auch auf die zurennen und entsprechend schauen, ob sie den Kopf sieht. Im gleichen Augenblick aus. Ja. Wird sich nach dem Kopf umsehen. Der und auch ausgehoben. Neben dem Feuer. Kickt ihn ins Feuer. Schaut, was passiert. Erstmal passiert nichts. Okay. Dann dreht sie Murat sich zieht das Beil und schlägt nach den Armen der Frau. Sie soll Jandrik loslassen. Um jeden Preis. Astalio hebt währenddessen nach ihrem Bein, damit sie umkippt und nicht wieder aufsteht. Und zwei Seiten, einmal von unten, von oben, attackierten Astanio und Mora die Frau. Was macht Osko? Osko stimmt auch auf die Szenerie und würde darauf achten, dass Jandrik nicht zu Boden fällt. Würde ihn auffangen wollen. Mit der Wucht von Moras Bein und Astanios Angriff auf die Beine wird diese Figur quasi umgetackelt. Mora mit der Axt schlägt in das Keil, das Jandriks Schwert schon geschlagen hat, auf dem Arm und schafft es, den Knochen zur Hälfte zu durchtrennen. Und dann macht es aufgrund von Jandriks Gewicht einmal einen großen Knack und der Arm bricht nach unten ab. Jandrik hat den vorderen Teil der Hand allerdings immer noch wie ein Schraubstock umschlossen am Hals, fällt hin in Oskos Arme. Und Osko würde sich sofort dran machen, die Hand von seinem Hals zu lösen. Die hängt da wie ein Schraubstock und drückt fester und fester zu. Elena wird dann auch dazukommen und dann halt die Hand drauflegen. Osko, er erstickt! Rondra, gib mir die Kraft, dieses unheilige Fleisch zu zerstören, und greift da drunter und zieht das auseinander und betet dabei ein Gebet an Rondra. Einfach so ist. Und in dem Augenblick lässt der Druck nach und Jandrik bekommt wieder Luft. Kurz bevor ihm die Sinne ganz schwinden. Und in dem Moment gibt es auch ein lautes Plop, 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 Plop aus dem Feuer. Jandrik, schau mir in die Augen. Jandrik, hörst du uns? Er ist bewusstlos, glaube ich. Der Körper von Garere, den Astani und Mora umgetackelt hatten, rührt sich nicht mehr. Von die fetzen ins Feuer. Ja. Packst du mit an, Mora? Und ja, Mora nimmt die Reste der Hand und wirft sie schon auf den Scheiterhaufen. Elena, bitte den wendet sich aber hauptsächlich Jandrik zu. Werfen. Der Körper brennt wie Zunder. Ist Jandrik wach oder ist er ohnmächtig? Er ist wach. Also, würde ich jetzt sagen. Ist so. Kurz bevor er dann die Sinne verloren hat, hat die Hand losgelassen. Ruhig atmen. Tief durch die Nase ein. Aus. Henrik, was passiert? Ich kann nicht. Meine. Du brauchst nicht reden. Ganz ruhig. Alles gut. Versuch nur zu atmen. Dieses Ding. Ich hab ihm den Kopf abgeschlagen, aber es hat immer noch. Ja, das haben wir gesehen. Der fette Händler. Wo ist der Händler? Und Mora reißt den Kopf herum. Ist natürlich verschwunden. Ich hab ihn nicht gesehen. Verdammt! Was war wie bei. Anton Wann. Kümmere dich erstmal nicht darum, Jandrik. Ihr müsst ihn finden, sonst war alles umsonst. Kümmert euch nicht um mich.
Findet ihn! Geh, Mora. Ich bleib bei ihm. Alles klar. Und sie steht auf. Ein wenig widerwillig. Aber dann, sie weiß es. Er darf nicht entkommen. Und sie antwortet einfach nicht. Und jagt vom Acker. Sie versucht irgendwie auszumachen. Spuren. Hier auf dem weißen Schnee Grund. Sind Spuren deutlich sichtbar. Du folgst den Spuren und bist deutlich schneller als der Dicke. Du holst ihn irgendwann kurz vor Rotayes Haus ein, als er gerade versucht, ein Pferd zu satteln. Ich ziehe die Schleuder und erstmal ein... Nein, ich ziehe die Schleuder und ziele aufs Pferd. Mhm. Es soll einfach nur scheuen, sich aufbäumen, ihm jedenfalls das Aufsatteln nicht ermöglichen. Dein Plan gelingt, der Schleuderstein bringt das Pferd außer Kontrolle. Es bockt herum und Tucher kriegt Panik. Nein. Du glaubst doch nicht, dass ich dich gehen lasse. Ich habe nichts gemacht. Ich war nur dabei. Und sie geht weiter auf ihn zu. Jetzt ein wenig ruhiger. Bin völlig aber unschuldig. Versucht die Distanz wenn du Geld zwischen haben, ihnen zu schließen. Ich hab Geld. Tucher, ich habe mehr Geld, als du je zählen kannst. Jetzt will ich die Wahrheit. Und sie zieht das Beil. Ich sag dir alles. Dann fangen wir doch mal an, warum du Kinder kaufst. Für Geld. Guter Preis für die Drachengarde. Wirklich? Das einzige Motiv? Ach, wie langweilig. Sollen wir sonst mit den Gürteln anfangen? Okay, das wird dich deine Hände kosten. Nein, die brauche ich noch. sind gar keine Gören, sind ganz liebevolle Kinder. Ich habe mich nur versprochen. Tucher, du glaubst doch nicht, dass ich dich lebend gehen lasse, oder? Nicht. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Nichts Verbotenes. Du kannst gerne verhandeln. Was willst du haben? Was ist dir dein Leben wert? Ich gebe dir, was du willst. Gib mir etwas, was du mir nicht geben, was ich mir nicht nehmen kann, nachdem du tot bist. Was soll das sein? Dieser Mann, von dem du die Kinder hast. Ein wenig, ja. Ein wenig. Hast du ihn gesehen? Ja, irgendwo bei der Schwarzhöhe. Bei der Schwarzhöhe. Und Mora blickt in diese Richtung. Ist er immer noch da? Das weiß ich, wo der ist. Nicht das, was ich hören will. Ich meine, ich weiß ganz genau, dass er da ist. Genau, richtig. Also mehr hast du nicht über ihn? Ein thulamidischer Magier. Er hat ein Pferd, oder? Ein Wagen. Weißt du nicht. Okay, das war gelogen. Ich meine ein Pferd, kein Wagen, ein Pferd. Okay, du scheinst wirklich nichts zu wissen. Ganz sicher Pferd, ja, genau, ein schwarzes Pferd. Oder vielleicht auch weiß, weil ich weiß es nicht genau. Schwarz-weiß, ja, okay. Und sie lässt das Beil sinken und geht langsam auf ihn zu. Weißt du, ich habe mir das irgendwie anders zwischen uns vorgestellt. Wir können immer noch Partner werden. Keine Ahnung, 80-20. Gute Verbindung nach Altzoll. Weiß, dass du da nicht ganz gern gesehen bist in der Stadt. Aber ich kann das ändern, Mora. Ja. Ich kann das auch ändern. Und sie hebt das Beil und schlägt es ihm in den Hals. Mit einer Blutfontäne und einem Gurgeln kippt Tucher vornüber in den Schnee. Sie steht da und beobachtet, wie er verblutet. Und wartet,
Eine ganze Weile. Ob er wieder aufsteht oder nicht. Er regt sich nicht. Dann nickt sie und schnaubt kurz und bindet seinen Leichnam an das Pferd und treibt das Pferd zum Feuer. Da stehen die anderen ja noch. Während Jandrik dort gelegen hat, seiner Kräfte beraubt und geschrien hat, dass man doch nach Tucher gehen soll, ist Astanio an ihm vorbeigegangen und nur für einen Sekundenbruchteil hat sich sein Blick auf Jandrik gesetzt. Dann schaut er wieder weg, geht weiter und Jandrik könnte eventuell sowas aus dem Blick lesen wie: Ich habe es dir doch gesagt. Wenn Jandrik das mitkriegt, reagiert er nicht darauf. Er hält sich den Hals, bleibt da sitzen, versucht sich langsam wieder aufzurappeln. Ein deutliches Würgemal am Hals. So ein richtig dick pulsierendes blaues Würgemal. Und läuft dann langsam, vorsichtig, schwankend zu diesem Leichnam, der jetzt hoffentlich liegt und sich nicht mehr rührt. Die Leiche ist schon im Feuer verschwunden. Die brennt wie Zunder. Ganz viele Überreste kann man noch sehen. Mit Befriedigung blickt er ins Feuer. Feuer also. Gut. Das nächste Mal weiß ich's. Weißt du, woran mich das erinnert hat? Es war wie im Wall mit Serapha. Sie hatte auch keinen Kopf mehr und hat sich noch bewegt und ich wollte Astanio würgen. Ja. Scheint es da eine Verbindung zu geben. Dann hört ihr Hufe, die sich näher kommen. Die sich nähern. Elena dreht sich um. Der zeigt mit dem angespannten Säbel sowieso noch in der Hand. Und dann seht ihr Mora, die das Pferd an den Zügeln führt. Und am Pferd ein Seil. Und an dem Seil ein Leichnam, der über die Straßen geschliffen wird. Eine blutige Spur hinter sich herzieht. Oh. Und sie führt das Pferd nah an das Feuer heran und zieht den Leichnam näher und durchsucht fast schon routiniert die Taschen des Mannes. Nimmt alles daraus. Jandrik kommt langsam auf sie zu. Und zieht ihn dann in die Flammen. Halt! Bevor sie das tut, hält er sie fest. Dann blickt sie zum ersten Mal auf und du siehst, wie sie einen ganzen Schwall von Blut auf der Kleidung hat und auf ihrem Gesicht. Das schaut sie an. Seine Hand greift in seine Tasche. Da ist ein Stofftuch. Ganz langsam kommt die Hand näher an ihre Wange und wischt ihr zärtlich fast das Blut vom Kinn weg. Ja, mag ein Scheusal sein, aber ist ein Mensch, nicht wahr? Er hat Gebete verdient. Und er bückt sich zu ihm runter und murmelt leise ein Gebet, das er in seiner Ausbildung gelernt hat. Bittet Boron, auch diese dunkle Seele zu schützen. Er ist kein Untoter. Das ist er nicht. Dann steht er wieder auf. Scheint sich gar nicht bewusst zu sein, dass die anderen da sind. Tritt noch einen Schritt näher. Dann zieht er Mora zu sich und umarmt sie einfach nur. Ohne ein Wort. Mora steht da, lässt das zu, aber ist irgendwie
wie betäubt. Und du merkst auch, dass sie sich nicht wirklich entspannt in deinen Armen. Erst langsam merkst du, wie ihre Schultern sinken und sie wieder ruhiger atmet, tiefere Atemzüge. Jandrik sagt nichts, tut nichts, bleibt einfach in dieser Umarmung. Gib dir die Zeit. Er war ein Scheißkerl. Aber ein dummes Schwein. Aber vielleicht hat auch er Gebete verdient, ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich weiß es auch nicht mehr richtig. Ganz ehrlich, ich weiß gar nichts mehr. Nur, dass wir kämpfen müssen. Dass da ein vages Nicken in Richtung der Flammen kann nicht siegen, darf nicht siegen. Das wird es nicht. Er löst die Umarmung. Er ist jetzt sich bewusst, dass die anderen da wahrscheinlich stehen. Lächelt verlegen in Richtung Elena. Wir müssen hier weg. Und dann nickt Moora und macht einfach weiter. Elena hat die Szene auch beobachtet. Und hat sich ihre Gedanken dazu gemacht, weil diese Anspannung, die Moora da hatte, das ist ihr nicht entgangen. Moora war zwar nur Mooras Umriss, aber irgendwas sagt Elena, dass Moora das nicht leicht gefallen ist, was sie getan hat. Sie nickt dann auch nur Jandrik zu. Lass mich dir helfen. Und sie würde ihm den Arm anbieten, um ihn zu stützen. Er nimmt ihn an. Während die Leiche von Tucha im Feuer verbrennt und Moora die unzähligen kleinen Beutel zählt, die sie aus den Innentaschen von Tucha herausgeholt hat. Mit allerlei Edelsteinen und Münzen darin. Einige Schuldbriefe und Steckbriefe. Steht auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Dach des Tempels. Mit gutem Blick auf den Friedhof. Ein Mann in weiter Kutte, langen schwarzen Haaren. Vielleicht gegen die Sonne deutet sich schemenhaft ein Flügelpaar auf seinem Rücken an. Er klatscht, leise und suffisant. Mit diesem Blick verlassen wir die Rabenmark. Dann klatschen wir es auch mal leise und suffisant. Ja, es läuft nach seinen Plänen, ne? Yay. Ja, mal gucken. Ja, aber den haben wir ja nicht gehört, weil wir voll in Gedanken waren. Herrlichst. Hm. Ja, schön alles Action gehabt heute wieder, ne? Really? Ja. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Tote auf einmal wie in dieser Runde. Sehr guter Ruhe. Ja. Also viele Leute hat das Dorf jetzt nicht mehr. Nee. Moora soll nie wieder etwas sagen von Astalio und Feuer hier. Und hat Leute die paar umgemacht. Anhänger von Rota Jese jetzt noch da sind, die sind jetzt ja führerlos auch noch. Und ich denke, wenn die jetzt im Widerstand sind, werden ein einfaches Spiel mit denen haben. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Tucha ist tot. Yes! Also Rotter er auch. Und das habe ich ja auch schon seit Folge 1 vorgehabt. Ja. Ah, dieser Scheißkerl. Einer weniger. Genau. Ja. Na, drei weniger. Ja.
Tut mir immer noch ein bisschen weh, um Rotaier. Ich fand die gut. Ja, aber nein. Aber sie ist ja auch ich nicht ohne Kampf gut. gegangen. Ja. Mir tut es ein bisschen weh um das Buch, ehrlicherweise, aber. Ja. Das musste weg, das geht gar nicht. Ja. Verbrennen wir den heißesten Hinweis, den wir haben? Ja, komm, uns den heißesten Hinweis, ganz ehrlich, das hat zu gut zur Situation gepasst. Wir hätten den nicht lesen dürfen. Der heißeste Hinweis, der hier den Magier zu Mr. Super Demon macht. Ende. Ja, nein, genau. Nein. Ich dachte auch so. Ascanio wird von irgendwelchen Dämonen verführt. Keine gute Kombination. Das ist doch gib ihm mal das Menschenhautbuch in die Hand. Super Idee. Ja. Also ganz ehrlich, was glaubt denn ihr, was sich groß ändert? Dann schweißt er halt schwarze Feuer. Dann läuft er gelbe, meine Güte. Ja. Es ist gut, den Verrückten auf unserer Seite zu haben. Eben. Nicht auf der falschen. Also ich weiß ja echt nicht, was ihr habt. Ne? War der Rabe eigentlich dann zum Schluss noch da? Das war der Rabe. Ja, wahrscheinlich. Oh nein. Der Typ ist der Rabe die ganze Zeit. Dann müssen wir diesen Raben aber mal rupfen. Viel Spaß. Moment, ich erinnere mich noch an sanfte Stimmen nach ungefähr am Anfang vom Dorf, wo Astario einen großen Feuerball gegen Raben geschossen hat. Wie schade es um die armen Tiere denn gewesen wäre. Ach ja. Hey, der Rabe ist auch ein heiliges Tier des Boron, also. Ja, nicht in den Schatten landen. Nicht mehr. Ja. Doch, auch da. Vögel können auch über Grenzen fliegen, ne? Das heißt es nicht. Ja, ja. Spaß. Spaß. Aber der Titel hat so gut gepasst. Wer Böses tut, ja, der brennen tut. Ich hab mir gedacht, dass irgendwie sowas passieren wird heute. Und deswegen, das passt sehr gut. In aller Licht. Allein Osko hatte heute ein bisschen wenig Zeit, irgendwie sich zu glänzen, aber der hat die ganze Zeit grinsend da gesessen und ich glaube, es hat nur eine Tüte Popcorn gefehlt. Ja. 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 Ach, ja. Gut, ihr habt jetzt jede Menge Informationen bekommen. Ich habe euch ja im Chat auch die Liste mit den Büchern, die ihr jetzt noch habt, irgendwie gepostet. Und ihr könnt euch ja irgendwie mal raussafen, irgendwo abspeichern oder so. Mhm. Gucken, weil dann kann Ascanio dann noch irgendwie was über seinen Zustand irgendwie herausfinden, langsam. Ich glaube, er hat schon ziemlich viel rausgefunden darüber. Ja. Ganz ehrlich, ich hätte mich echt doch gefreut, wenn wir das Buch doch gelesen hätten und dann würde darin drin stehen, ich habe das auch in den Chat geschrieben, weil ich glaube, du gelesen hast, Quali, Kaiser Harl ist ein Tyrann. Tötet diesen Mann. Das ist ein anderes Abenteuer. Ich weiß, aber trotzdem wäre es sehr schön gewesen. Ey. Ich habe auf den Moment gewartet, wo Mora im Testament des Bauberat liest und sich so denkt, magische Fähigkeiten, passend. Ja. Aber ich glaube, auch sie weiß, dass das nicht sehr 12 götterkonform ist. Hoffe ich doch, dass sie das so. Magie generell ist nicht so, also finde ich eben so. Das meinte ich ja damit. Also, Ascanio hat nicht unbedingt. Also, er lehnt halt die Sachen vom Borberat ab, weil er weiß, wie die Umsetzung ist und weil er halt weiß, dass es halt falsch ist, was er macht. Aber so die Grundpfeiler. Er hält falsch, was er macht. Aber so die Grundpfeiler. Ja, ich habe ja auch schon gemutmaßt. Wer weiß, woher du diesen Zauberspruch, diesen einen mit den Ängsten kanntest. So. Das wird noch interessant. Zaubersprüche gibt es ja auch nicht nur in einer Form, die gibt es ja auch in mehreren Arten der Verbreitung. Ja. Borberas Testament ist ja schon ein bisschen alter. Also. Aber gut, ja. Hier, Gevatter schreibt auch, vielen Dank an die Runde. Alinoe war ja von Anfang an dabei und ist heute neu im Chat gewesen. Tolle Runde, vielen Dank. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Tengil sagt auch, klasse Runde und irgendwie hat Downer auch geschrieben, Spieler loben, soll ich weiter sagen, ja. Mach ich hiermit, Hashtag Spieler loben. Ja, danke. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr mehr wollt von dieser Runde, in 2 Wochen geht es hoffentlich weiter.
Mal schauen, wie wir dann in welcher wir dann vollzählig sind oder nicht. Habt ihr irgendwas im Hinterkopf, dass Marot irgendwie in 2 Wochen irgendwas hatte oder so? Oder bin ich da falsch? Nein, nö. Nee? Okay, dann bin ich Gott sei Dank falsch. Vielleicht ausgefallen. So war das. Okay, gut, dann sind wir in 2 Wochen hoffentlich wieder für euch da. Und wenn ihr bis dahin mehr wollt, irgendwie von den Leuten, die hier im Stream mitgemacht haben, könnt ihr ja mal schauen zu den anderen, denn die meisten davon haben auch ja, Kanäle, denen ihr folgen könnt. Ich habe heute auf Twitter ganz wie ein kleines Kind gelesen, der Marot hat was Neues hochgeladen auf seinem Kanal. Was gibt's da Tolles? Ja, ich habe tatsächlich, ich hatte ja das jetzt schon mehrfach angekündigt, dass ich ein größeres Projekt gerade schneide. Die Scherbenkinder, also Scherbenkinder heißt dieses Projekt, besser gesagt der erste Teil. Das ist im Prinzip eine Art, das ist Rollenspiel, ganz normal, also ein Rollenhörspiel ist es. Aber das Besondere ist, es ist quasi wie ein Roman erzählt. Also aus der Sicht von 3 verschiedenen Figuren, die dann am Anfang erstmal so Geschichten erleben, die parallel zueinander stehen und im Gesamten eine Geschichte erzählen, die dann später irgendwann zusammengeführt wird. Und da habe ich jetzt gerade die erste Episode veröffentlicht, auch mit einem wunderbaren, tollen Titelbild, das mir hier unser Ossi gemacht hat. Und ich bin sehr glücklich damit. Und das wird jetzt jeden Sonntag vor Koali oder auch nicht, weil ja jeden Sonntag kommt eine Folge raus, irgendwann mittags, nachmittags. 4 Episoden sind schon geschnitten, die müssen nur noch veröffentlicht werden. Ja, prima. Da schaut ihr mal auf jeden Fall rein bei rollenhörspiel.de. Da gibt es auch übrigens coole Rollenspielsysteme, die ihr euch abgucken könnt. Wenn euch so die Art, wie wir spielen, gefällt, dann so, dafür gibt es eigentlich ganz passende Sachen auch auf Marots Homepage. Ja, und der Kakko hat es auch endlich wieder, nachdem er seine Hände wieder benutzen kann, endlich wieder Bemal-Streams und Zeug auf seinem Kanal? Ja, tatsächlich. Ich habe es mal wieder geschafft, regelmäßig zu streamen und habe gestern wieder mal eine Runde gemalt. Und tatsächlich habe ich es auch mal geschafft, in den letzten paar Tagen wieder ein bisschen mehr was fürs Rollenspiel zu machen. Aber da steht bisher noch kein Termin oder so. Aber ich bin mal optimistisch, dass da in Zukunft auch mal was kommen wird wieder bei mir. Ja, prima. Dann schaut er beim Kakko mal rein, wenn ihr euch da was interessiert. Ossi hat auch Zeug auf seinen unzähligen Kanälen. Wann geht's denn mal weiter mit deinem Pen and Paper YouTube-Kanal? Das ist eine gute Frage. Da bin ich momentan eher am Hinterherlaufen. Also jetzt sind erst einmal 2 meiner Spieler. Es ist ja ein Pärchen. Die sind jetzt gerade in den Flitterwochen. Dann hatte ich jetzt die ganze Zeit, man hört es vielleicht, ich hatte jetzt eine Zahn-OP. Das zieht sich, ich weiß es nicht, ich kann es euch leider noch nicht sagen. Aber ansonsten könnt ihr sehr gerne bei mir euch eventuell allgemeinere Sachen ansehen, nämlich kleinere Animationen über Alltagsgeschehnisse, die jeder, glaube ich, mal so in einer Art und Weise kennt, über die man sich vielleicht mal gerne auf... Hashtag Ossi Rented, ja, so ungefähr. Über die man sich vielleicht mal aufregen wollen würde und da könnt ihr es dann einfach mal tun. Oder ich habe das dann schon für euch getan, dann könnt ihr euch den Tag mit besseren Sachen versüßen. Ich wünsche mir mal so einen kleinen Animationsfilm von Ossi, wo was Tolles ist. Heute ist was Positiv. Tolles passiert. Also ich hab jetzt schon ganz viele tolle Sachen gemacht, dann musst du halt suchen. Okay, ja, Sierra hat auch einen Kanal. Ja, aber vor allen Dingen lohnt es sich vielleicht mal auf Instagram zu gucken. Ich bin ja ganz fleißig dabei, Miniaturen zu drucken mit meinem 3D-Drucker. Und ein ganz lieber Mensch hat mir zu meinem Geburtstag jetzt eine Airbrush geschenkt, die ich gestern auspacken durfte. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch mehr Miniaturen-Content geben. Wenn nicht auf Twitch, dann garantiert aber auch auf Instagram zum angucken. Wenn euch das interessiert, dann folgt mir doch gerne. Prima. Ja, und apropos neueres Social Media, Instagram und so, da findet ihr auch Elanor. Ja, ich habe Instagram jetzt letzten Zeiten war es ruhig, wobei ich jetzt letzte Woche nochmal gepostet hatte,
Ich habe bewohnt auf meinem Balkon Schnecken und mein Balkon, wie alles aufgrünt und blüht jetzt nach dem Regen. Schaut vorbei, immer mal wieder ein paar Sachen von mir, privater Kram. Weniger Rollenspiel-Content, einfach so. Was mir Schönes gefällt. Und natürlich auch Werbung für die Runde, wenn auch heute sehr kurzfristig. Ja, ich bin ja auch erst heute Morgen irgendwie fertig geworden mit den Vorbereitungen. Irgendwie. Das ist immer alles sehr stressig momentan hier bei mir. Ich komme ja auch nicht dazu, irgendwie die alten Folgen als Podcast für euch zu schneiden. Irgendwie. Aber das kommt noch. Es kommt noch. Ich habe das nicht vergessen, aber es ist irgendwie, ich bin da gut, es immer einen Tag weiterzuschieben. Das sind so Phasen da. Marot weiß, wovon ich rede. Absolut, ja. Ja, und da kommen die Aufnahmen sind ja nicht verloren, also die kommen auf jeden Fall. Ja, gut, also dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Ich schicke euch auch heute mal wieder weiter. Dieses Mal vergesse ich es nicht. Ich würde euch zum guten Vergo TV schicken. Da gibt es auch Tabletop-RPG. Ich weiß gar nicht, was die gerade spielen. Aber sagt mal Hallo von uns und benehmt euch. Und wir haben gerade nur 2 Zuschauer. Das geht besser. Tschüss. Schade. Vorbei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.